Hey, this is Robert Patrick, and you're listening to Comic Cookies. Cookies, comic cookies, lecker. La 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 la. Hallo und herzlich willkommen zu diversen Podcasts in einem. Und wie viele hören jetzt zu, Dirk? Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Gedulde dich. Wenn jemand zuhört, die wissen ja dann schon, was heute Sache ist, weil sie irgendwo eine Ankündigung auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen gesehen haben. Ansonsten für diejenigen, die das dann nachträglich über ihre Podcatcher im Podcast anhören. Wir machen heute ein Crossover vom Podcast Das Alles und vom Podcast Comic Cookies. Die Stimme, die ihr gerade schon gehört habt, war Dirk, der sich heute hauptsächlich um die Technik kümmert. Ich bin Andi Preller. Ursprünglich vom Das-Alles-Podcast, mittlerweile auch von den Comic-Cookies. Und aber auch als weiteren Vertreter der Comic-Cookies haben wir heute dabei Andi Prill, den ihr auch vom Telestammtisch kennt. Hallo Andi. Guten Tag, hallihallo. Und wir machen das Ganze heute so, weil wir Gäste da haben. Und zwar vom jetzt bald, oder je nachdem, wann ihr das anhört, gerade erschienenen Comic Yellowstone, bei Zwerchfell erschienen, haben wir Zeichner Dave. Hallo Dave. Und Schreiber Philipp. Hallo Philipp. Hallo. Ja, das ist eine lange Geschichte, wie das alles zustande gekommen ist, dass wir das heute machen. Ich krieg's nämlich zeitlich, es ist so lange her, dass ich es zeitlich noch nicht mal mehr richtig hinkriege. Aber es muss irgendwie sowas wie 2 oder 3 Jahre her sein, dass ich auf Twitter die Ankündigung des Comics gesehen habe. Wahrscheinlich irgendwie mit einem frühen Vorschaubild und einer Beschreibung, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich habe drunter geschrieben, wie schaut's denn aus, habt ihr Bock in den Podcast zu kommen? Und als Antwort habe ich dann gekriegt, ja, gerne, das machen wir dann halt, wenn der Comic dann tatsächlich auch fertig ist und erscheint. Und dann habe ich jetzt Anfang diesen Jahres, 2020, hat mir der Philipp dann tatsächlich auch wieder geschrieben und gesagt, so, jetzt langsam wäre es dann soweit. Und genau. da war ich schon mal sehr begeistert, dass weil da muss viel Zeit dazwischen liegen. Ich weiß nicht, Philipp, weißt du noch, wann das ungefähr war, dass wir da das erste Mal in Kontakt getreten sind? Ja, das muss ja vor dem letzten Erlangen gewesen sein, also dem noch stattgefundenen Erlangen. Aber bestimmt auch ein Jahr davor, glaube ich sogar. Ja, wie gesagt, also so 2, 3 Jahre. Ja. Sowas, also weil letztes Jahr war es nicht, da war ich unterwegs. Also es kann eigentlich nur 2017, 2018 sowas gewesen sein, ja. Von daher habe ich mich nämlich umso mehr gefreut, dass der Philipp sich tatsächlich auch gemeldet hat und gesagt hat, so, du hast uns da mal einen Tweet unter einen Tweet geschrieben und jetzt dieses Jahr soll der Comic dann tatsächlich rauskommen und dann könnten wir das mit diesem Podcast auch mal machen. Also hätte jetzt nicht 100% damit gerechnet, dass ich da tatsächlich nach so langer Zeit eine Rückmeldung kriege, dass ihr euch da auch überhaupt noch dran erinnert, aber offensichtlich habt ihr da eine gute Liste gepflegt. Und ja, der Comic sollte natürlich ursprünglich zu Erlangen dieses Jahr erscheinen. Jetzt ist Erlangen ausgefallen, also der Comic-Salon Erlangen ist ausgefallen. Und nun aber jetzt im September 2020 wird der Comic erscheinen. Ich glaube, 9. September ist der Erscheinungstermin, ist das richtig? Genau, das ist der geplante. Das ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber es sieht im Moment sehr gut aus. Wunderbar. Der ist auch verschoben worden, oder? Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass du in einem Interview bei einem anderen Podcast, den ich ganz gut kenne, von 2019 mal gesprochen hast. Ja, das war, aber das war ja noch vor Corona. Nee, also ursprünglich hatten wir mal, waren wir ein bisschen optimistischer und haben gedacht, wir kommen denn sogar 2019 mit raus. Ich habe auch noch diverse Visitenkarten, wo noch 2019 draufsteht. Hm. Aber wir haben dann doch ein bisschen länger gebraucht, irgendwie auch mit Kolorierung und so weiter. Und können wir auch nachher noch erzählen. Auch Dave und ich sind diverse Male umgezogen aus Münster. Jetzt sind wir wieder in Hamburg, irgendwie quasi wieder in einer Stadt zusammen. Aber ja, also es hat noch ein bisschen gebraucht. Aber ich glaube, hat auch dem Comic gut getan. Gut Ding und so, ne? Genau, ja. Genau, ihr habt uns ja freundlicherweise eine digitale Version des Comics zur Verfügung gestellt, dass wir den auch vorab lesen konnten. Sonst hätten wir
heute euch ein bisschen reden lassen können, hätten aber selber nicht großartig was dazu sagen können. Von daher, wir wollten uns natürlich auch darauf vorbereiten. Also bei das alles bisher haben wir eigentlich immer nur mit Leuten geredet, wo die Sachen schon veröffentlicht waren. Da konnten wir die dann schon mal vorher lesen. Von daher da schon mal vielen Dank. Und jetzt wollen wir natürlich mal ein bisschen was über euch erfahren und über den Comic erfahren und dann alle miteinander ein paar Themen besprechen, was uns vielleicht beim Lesen irgendwie so interessiert hat oder aufgefallen ist oder was wir nochmal nachfragen wollten. Und dann können wir natürlich auch so noch weiter über sonstige Themen sprechen. Bei das alles sind wir da ja immer im Thema sehr offen und die Comic-Cookies vertragen das im Zweifelsfall auch mal, wenn Comic-Schaffende mal nicht nur über Comics sprechen. Aber das lassen wir wie immer einfach mal ganz frei entstehen. Wir haben ja von euch natürlich jetzt nicht nur den Comic bekommen, wir haben auch Pressematerial gekriegt und auch sonst uns natürlich vorbereitet Sachen gelesen. Es gibt ja natürlich eure Webseiten, eine Website zum Comic, Ankündigung bei Zwerchfell etc. Jetzt könnte ich natürlich quasi das aufsagen, was ich mir so angelesen habe, aber spannender ist es natürlich, wenn ihr einfach ein bisschen von euch selber erzählt. Dann würde ich mal mit Dave anfangen. Dave, sag doch mal so kurz umrissen deinen Zugang zu Comics. Einerseits so, wie hast du angefangen, Comics zu lesen und wie es war dann der Schritt zum Comics machen und dann eben der Schritt zu Yellowstone? Dann fange ich doch mal an. Hallo, hallo in die Runde. Wie bin ich zu Comics gekommen? Das eigentlich, man könnte, das ist halt immer das Witzige, man kann halt immer sagen, so, ich habe lustige Taschenbuch gelesen und dann fand ich das gut, dann habe ich das nachgezeichnet, dann wollte ich Comiczeichner werden. So ganz nicht. Ich hatte tatsächlich einen Comic-enthusiastischen Freund damals, so als ich 7 oder 8 war. Mit dem zusammen habe ich halt tatsächlich angefangen, kleine einzelne Comics zu zeichnen mit ausgedachten Figuren und ausgedachten Stories und so weiter. Das Ganze basiert aber nun mal nicht auf dem lustigen Taschenbuch, sondern witzigerweise in unseren jungen Jahren auf dem Brösel-Comics Werner. Und die haben es uns angetan, weil die halt anders waren als andere. Wenn ich mir heutzutage so einen Werner-Comic angucke, dann denke ich mir so, okay, das ist vielleicht nicht so ganz für Kinder. So, wenn man selber Kinder hat, dann weiß man so, ah, okay, das ist eigentlich nicht so für Kinder. Aber trotzdem, der hat es mir tatsächlich angetan und dann, beziehungsweise uns, und dann haben wir halt in den Sommerferien meistens irgendwie Comics gezeichnet, die da um Freibadausflüge inklusive Autofahrt nach Holland und so weiter drehen, also die spannenden Themen des Lebens. Und seitdem war ich quasi Comic begeistert als kleiner Bub und hab halt immer hier und da gezeichnet, dachte irgendwann so, oh ja, das wäre ganz toll, könnte man das ja irgendwie lernen oder studieren oder wie auch immer. Und unwissend, wie ich nun mal war, habe ich mich dann irgendwann über einen Bekannten, der Kunst in Dortmund studiert hat, der hat mir gesagt, ja, das kann man aber auch studieren, das weißt du schon. So, okay, wo? Ja, und dann, lange Rede, kurzer Sinn, über diverse Schuleinstiege, Wiedereinstiege, sage ich mal, in meinem Werdegang, im Sinne von digitale Gestaltung und Fachabi in Richtung hier und dort, damit ich halt nun endlich studieren kann, habe ich in Münster dann angefangen zu studieren und da dann in Richtung Illustration tatsächlich. Und da haben wir dann binnen des Studiums quasi alles, was das Handwerk Zeichnen, Malen, Konstruieren, Story schreiben angeht, beigebracht bekommen, beziehungsweise das Interesse wurde geweckt. Und ich hatte in meinem Bachelor einen Tutor namens Thomas Wellmann, der insgeheim mein Vorbild war im Studium, weil er war so in meinen Augen derjenige, der es geschafft hat, weil er erzählte so, ja, also ich habe schon mal Storyboards für Adventure Time gemacht und für Nickelodeon habe ich auch hier schon mal einen Pitch geschrieben und es war halt so völlig aus meiner Liga heraus. Und ich habe mich dann in einen seiner Kurse angemeldet und ihn dann auch als Tutor gewählt,
als ich meinen Bachelor gemacht habe, das dann nun mal auch ein Comic war. Ja, also man sieht, es läuft halt so von der Kindheit an bis ins hohe Alter, also bis jetzt, dass ich nicht mehr aufgehört habe, mich an den Gedanken festzuhalten, so, ich muss irgendwann mal einen Comic machen, also heißt diesmal sogar wirklich mit Verlag und so allem, dass halt auch jemand anders außer meiner Familie den mal lesen kann und auch zu Gesicht bekommt, weil tatsächlich die Comics aus meiner Kindheit habe ich zwar noch, aber ich glaube nicht, dass sie irgendwann mal irgendwo auftauchen werden, dass man da mal reinschaut. Selbst ich weiß nur, dass sie irgendwo in der Kiste im Keller sind. Und ja, so bin ich zum Comic gekommen und bin dann auch hängen geblieben darauf. Also heißt, das ist mein Handwerk und es wird auch immer so bleiben. Und ja, so, das ist quasi mein Weg dahin. Darf ich mal kurz da einhaken? Wann war denn dieses Studium? Weil so dieses, du weißt zwar schon, dass man das auch studieren kann, das konnte man ja nicht immer so sagen. Also von welchem Zeitraum sprechen wir dann? Wann hast du dann da studiert? Ab 2011 habe ich angefangen zu studieren, das Ganze bis 2015. Und danach war ich, oder beziehungsweise dazwischen war ich immer mal als freischaffender Illustrator auf Messen unterwegs, also habe quasi auf Messen vor Ort gezeichnet und hier und da halt eigene Charakter zu Papier gebracht. Aber ja, studiert habe ich es tatsächlich von 2011 bis 2015 und gewusst habe ich es seit, weiß ich nicht, 2008 oder so. Und bis ich mich dann durchgerungen habe und habe gesagt, oh, ich brauche aber noch die Vorbildung und das, hat es dann noch ein bisschen was gedauert, aber es hat sich gelohnt. Das Warten hat sich gelohnt. Und während des Studiums in Münster hast du dann auch Philipp kennengelernt. Genau. Ist da eine Origin-Story, von der jeder von euch eine andere Version hat, die wir uns jetzt beide anhören können? Oder gibt es da auch eine einheitliche Story, wie das passiert ist? Das kannst du dir aussuchen. Also ich glaube, da gibt's. Ja, genau. Wer soll was erzählen? Dave oder ich? Ja, dann nehmen wir das doch als Überleitung zu Philipp. Okay, dann erzähle ich mal, wie Dave und ich uns kennengelernt haben. Also ich habe, ich bin kein Zeichner, genau, aber bei Yellowstone schreibe ich und ich komme eigentlich so ein bisschen aus dieser Pen-and-Paper-Rollenspiel-Ecke. Ne? Also das, ich habe schon mit frühen Jahren angefangen, da selber Geschichten zu schreiben, Geschichten zu erzählen, also das Schwarze Auge, Dungeons and Dragons, das ist so die Ecke. Hab dann aber nachher Geschichte studiert hab dann aber irgendwie nach dem Bachelor festgestellt, dass dann doch ich kein Lehrer werden will und hab dann diverse Freizeitprojekte angefangen, aber auch irgendwie, hab also auch bei so einem Rollenspiel-Drehbuch mal mitgeschrieben. Und bin dann später, habe ich aber meine Comic-Leidenschaft wieder entdeckt und habe einen Comic-Blog namens Comic-Kladde dann damals geführt, wo ich so Essays geschrieben habe oder auch Comic-Zeichner interviewt habe, unter anderem Thomas Wellmann, den Tutor oder Lehrer von Dave. Habe dann mit Thomas Wellmann über Pimo und Rex den Comic ein Interview gemacht und nach dem Interview hat Thomas sich nochmal bei mir gemeldet, meinte so, du, ich habe hier noch so drei Studenten, die machen gerade ihre Bachelorarbeit einen Comic. Hättest du Lust, die mal auch zu interviewen? Dann haben wir uns in der Kneipe getroffen, bei mir in der Straße und da habe ich den Dave kennengelernt. Er hat da ODD, Other Dimensional Dynasty, seinen Comic dann irgendwie mitgebracht. Und das war, ich glaube, wir waren uns irgendwie gleich sympathisch. Das war irgendwie beide sehr nerdig drauf, waren dann auch zusammen in der gleichen Rollenspielgruppe und so weiter und genau, sind dann irgendwie Kontakt geblieben und ich glaube, das war dann Ende 2015 muss es gewesen sein, als dann Dave mal irgendwann gesagt hatte, nach so einer Rollenspielsession, ja, ich glaube, ich hoffe, ich zitiere dich richtig, Dave, ich würde schon gern nochmal einen Comic machen, aber ich hätte keine Lust, das zu schreiben. Und ich glaube, ich habe dann gesagt, und ich habe dann, glaube ich, gesagt, Moment, da können wir was machen. und dann waren Weihnachtsferien und dann habe ich gesagt, du Dave, lass uns doch irgendwie Anfang Januar treffen. Ich überlege mir was und dann gucken wir mal, ob wir was zusammen machen können. Und das war so der Startschuss dann für Yellowstone.
Und wie war dein Weg bis dorthin? Also wie bist du zum Comic gekommen? Du hast gerade gesagt, du hast dann so deine Liebe zum Comic wiederentdeckt. Also die musst du ja dann quasi vorher schon mal das erste Mal entdeckt und dann irgendwie auch wieder aufgegeben haben. Wie war da der Weg für dich? Ja, also bei mir war es so, ich habe das, also ich habe das irgendwie Jahre später erst so richtig verstanden. Also irgendwie, als ich dann den Blog geführt habe und da wieder ganz viel gelesen hat, kamen dann irgendwann meine Eltern und meinten, ja, wir hatten schon, als du klein warst, irgendwie so ein bisschen Bedenken, weil du wolltest immer nur Comics lesen und Bücher wolltest du überhaupt nicht anfassen. Also so ein bisschen so dieses alte Bürgertum-Vorurteil, ne? Wer Comics liest, der ist irgendwie dann droht Analphabet oder so zu werden. Das habe ich schon wohl als kleines Kind irgendwie sehr, sehr viel gemacht. Hab dann irgendwie als Teenie waren das dann so, ich glaube, das waren dann wirklich das war so die Zeit nach Star Wars Episode 1, wo dann diese Star Wars Hefte wöchentlich rauskamen. Das fand ich irgendwie gut zu der Zeit. Und zwischendurch ist das so ein bisschen flöten gegangen. Aber ich habe immer mal wieder auch so reingeschaut bei so Graphic Novels wie, ich glaube, Fax aus Sarajevo zum Beispiel ist mir in Erinnerung geblieben. Habe ich im Austauschjahr in den USA gelesen. Und das ist dann, ich habe dann im Studium ein Praktikum gemacht in Berlin. Das Praktikum war unglaublich langweilig. Es war wirklich, also Berlin war kalt, windig, nass. Und das war irgendwie sehr frustrierend. Und ich habe dann im Grunde, ich glaube, über 100 Euro in einem Monat bei dem groben Unfug, dem Comicladen, gelassen und habe da dann sozusagen meine Liebe wieder entdeckt für Comics. Und habe danach dann angefangen, richtig viel zu lesen. Dann haben wir einen Comic-Lesekreis in Münster sogar gegründet. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit dem Bloggen. Und seitdem also ist das Medium eigentlich mir erhalten geblieben, weil es einfach unheimlich vielseitig ist. Sehr, sehr spannend. Und Wärmen offensichtlich, so wie du es gerade beschrieben hast. Also wenn ihr mal in einer kalten, grauen Stadt seid, dann sucht euch einen Comicladen. Da genau. Es wärmt dann das Herz und die Seele und führt dann irgendwie vielleicht auch zu kreativen Ergebnissen. Cool. Ja, das heißt, ihr habt euch dann... Sprich weiter. Ja, genau. Also was ich damals so interessant fand, war, dass du beim Comic mit einer niedrigen Hürde einfach unglaubliche Bildwelten eintauchen kannst. Das ist nicht wie ein Roman, also gerade bei Science Fiction oder so, wo du ja gleich irgendwie 600 Seiten vor dir hast, sondern du kannst relativ schnell reinschauen und da echt komplett neue Welten entdecken. Das fand ich echt gut. Ja, aber es ist natürlich auch ein interessanter Vergleich zwischen Roman und Comics. Da gibt es ja viele Ansätze. Du kannst bei einem Comic natürlich auch sehr viel direkter den lesenden Personen das vermitteln, was du sagen willst. Schreibst du einen großen, schönen Text, dann stellt sich die Person auch bei intensiven Beschreibungen, die das liest, immer relativ eigenständig oder selbstständig das vor, was es da ist. Und da gibt's dann schon verschiedene Vorstellungen von dem, wie das aussieht, was die Person im Text schreibt. Wenn du aber einen Comic präsentierst, dann hast du eine konkrete Vorstellung davon, wie die Figur aussieht, wie sie handelt, welche Position sie zu einer anderen hat und so. Also eine sehr viel direktere Art und Weise, Geschichten zu erzählen. Ich würde fast sogar sagen, zum Teil, ne? Also, weil es gibt ja auch die Situation, wo du, also im Roman kannst du ja auch Gedanken viel besser darstellen. Aber das finde ich am Comic ja spannend, wenn man dann auch man sieht, was die Person macht, aber oft sieht man nicht, was sie denkt. Man sieht nur irgendwie ein bisschen und so. Und das finde ich so psychologisch ganz interessant bei den Charakteren, die man dann zeigt in Comics. Dass man da dann auch viel rein interpretieren kann. So, also. Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Was waren denn da so Comics, die dich begeistert haben, als du das wieder angefangen hast, für dich zu entdecken, das Medium? Ich kann mich noch dran erinnern, einer der Bände, die mich begeistert hat, war Amazing Mr. Screw-on-Head. Das ist eine kleine, ja, ist das Graphic Novel Anthologie von Mike Mignola, dem Hellboy-Schöpfer. Die spielt auch nicht in dem Hellboy-Universum, soweit ich weiß, sondern in einer Art 19. Jahrhundert Amerika. Und da sind so diverse H.G. Wells Steampunk-Elemente mit drin. Und das fand ich, es war gar nicht so eine lange, komplexe Geschichte, aber wie doch schon sehr, sehr, sehr mystisch. Und das mag ich bei Mike Mignola zum Beispiel auch immer sehr gern. Ja, fantastischer Band. Und gut, dass Mike Mignola fantastischer Zeichner ist, steht sowieso außer Frage. Aber auch ansonsten wie er erzählt in seinen Comics, das ist auch noch eine eigene Folge wert oder eine eigene
Reihe. Ich stecke da auch gerade mittendrin, weil ich auch gerade Hellboy komplett, meine erste Komplettlesung mache und gerade so mittendrin bin. Und ich habe zwar vorher auch schon diverse Hellboy-Geschichten gelesen, aber so wirklich so die ganze Reihe von vorne bis hinten habe ich bisher noch nicht gemacht und da stecke ich gerade drin. Und das ist natürlich in so einer intensiven Auseinandersetzung, da stolpert man dann über so erzählerische Kniffe, das ist total spannend. Kannst den Mike ja mal anfragen fürs nächste Interview. Ja, du, der sitzt zu Hause und zeichnet ganz viel. Der ist auch, ans eigene Haus gebunden. Also ich habe den schon in schlechteren Podcasts gehört, möchte ich mal sagen. Okay, also jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo ihr beide euch trefft. Ihr sagt, der eine sagt, ich will den Comic zeichnen, aber nicht schreiben. Der andere sagt, ich zeichne nicht, aber ich schreibe. Lass uns was zusammen machen. Ist ja eine optimale Verbindung in dem Moment dann auch. Zwei Comic-Interessierte, die sich aber jeweils für unterschiedliche Disziplinen auch entschieden haben und ihre Stärke darin sehen oder ihre Stärke darin auch ausgebildet haben in der jeweiligen Disziplin. Ihr habt euch auch persönlich schon so weit gekannt, dass ihr gemeinsame Interessen habt und wisst, okay, das könnte auch so als Team funktionieren. Wir könnten ein Thema finden, das uns auch beiden taugt für. Ich glaube, das ist der erste Langcomic von euch beiden, der auch bei einem Verlag rauskommt. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Wie schnell seid ihr auf das Thema gekommen für diesen Comic? Gab es da unterschiedliche Pitches, unterschiedliche Story-Entwürfe oder war Yellowstone tatsächlich das Erste, was Philipp an Dave herangetragen hat? Und Dave hat gesagt, das machen wir. Dave, wie war das bei dir? Tatsächlich war es eines von mehreren Ideen, die wir hatten. Wir haben tatsächlich, als wir gesagt haben, so hey, wir machen was zusammen und lass uns mal überlegen, worauf wir Lust haben, haben wir uns quasi selber so im Elevator-Pitch Ideen vorgeschlagen, was für Stories uns quasi noch unter den Fingern brennen oder unter den Fingernägeln brennen. Und da war natürlich auch Yellowstone dabei. Es gab noch diverse andere Comics. Ich weiß gar nicht, holen wir die aus der Tasche raus oder behalten wir die noch behalten wir die noch für uns, Philipp? Ich weiß nicht. Ja, also ein paar Ideen fand ich schon noch ganz gut. Also mal gucken. Ja, stimmt. Also ja, ohne viel vorwegzunehmen, wir hatten halt so eine Bandbreite von Drama, sagen wir mal, eher so Comedy-Comic. Eher was komplett Abgefahrenes und dann halt, ja, dann halt Yellowstone. Und ja, aber ich glaube, die Story von Yellowstone, so wie sie angedacht war, die steckt, glaube ich, schon tief in Philipp drin. Ich glaube, da kann er mehr erzählen. Die brodelt quasi wie der Vulkan. schon seit längerem in ihm drin. Wow. Das können wir ja vielleicht gleich mal dazu hernehmen, dass Philipp, du uns jetzt mal erzählst, was ist das für ein Comic, worum geht's da und warum brodelt es schon so lange in dir? Yellowstone, das haben wir so mal ausgedacht, Yellowstone ist ein Science-Fiction-Öko-Thriller. Das ist immer so die Tagline, die wir da drunter setzen. Und was Yellowstone, glaube ich, besonders macht, ist, dass es ist eine Geschichte, die spielt im Jahre 2042 in den USA. Yellowstone ist ja, es gibt ja den Yellowstone-Nationalpark. Was jetzt nicht alle wissen, ist, dass unter dem Nationalpark ein Supervulkan schlummert. Also das ist nicht ausgedacht, das ist wirklich so. Und in dieser Zukunftsvision ist es so, dass ein Teil dieses Supervulkans ausbricht und ein großer Teil der USA evakuiert werden muss und die USA selber zu so einer Dystopie verkommen. Also es gibt ganz viele Konzerne, die machthungrig sind, politisch ist einiges im Argen. Und was der Comic macht, ist, er erzählt nicht eine Roland Emmerich-Geschichte mit der Vulkan bricht aus, der Charakter muss weglaufen und irgendwie die Lava stoppen, sondern er spielt 10 Jahre nach dieser Katastrophe in dem, was danach entstanden ist. Und das ist eine Roadtrip-Verschwörungs-Action-Geschichte, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also da ist ein bisschen was Endzeitmäßiges drin, aber auch ein bisschen was in Richtung Cyberpunk. Und Hauptcharakter ist Noah, ein ehemaliger
Soldat der National Guard, der dort in diese Geschichte reinstolpert und dann ja sich umgucken muss, wie er da wieder rauskommt. Und genau. Warum brodelte das schon so lange in dir, wie Dave meinte? Es brodelt mit mir, weil der Comic oder die Story des Comics viel mit einem Jahr zu tun hat, 2002, wo ich selber in den USA war. Also der Comic besucht viele Schauplätze, die ich damals auch selber als Austauschschüler besucht habe. Ich war in Buffalo, New York, in der Nähe der kanadischen Grenze. Ich war in Washington, D.C. und ich war eben auch in Yellowstone. Habe mir dort einmal den Park angeschaut. Und was mich damals fasziniert war, ist, dass ich dort eine Schautafel gesehen habe, die eben genau das beschrieben hat, dass wenn dieser Vulkan richtig ausbricht, dann ist das eine globale Katastrophe. Und da ging bei mir sofort irgendwie das Kopfkino los. Okay, globale Katastrophe ist dann irgendwie, dann sind wir bei Snowpiercer und Co. Das ist irgendwie zu krass, aber was ist denn, wenn nur ein Teil davon ausbrechen würde? Was wird das mit der Gesellschaft machen? Würden die Leute umziehen? Wie verhalten sich gewisse Akteure? Wer profitiert davon, wer nicht? Und das hat sich so ein bisschen so bei mir festgesetzt im Gehirn und hat dann über Jahre hinweg geschlummert. Und ich habe, ich glaube, ja, um den Zeitpunkt, wo ich Dave kennengelernt habe oder sogar noch davor, habe ich schon ein bisschen angefangen mit der Überlegung, irgendwas will ich mit dieser Idee machen. Also ich habe schon angefangen, die Welt so ein bisschen zu entwickeln, Worldbuilding zu betreiben, wusste aber noch nicht so richtig, in welche Richtung geht das. Wird das ein Comic, wird das irgendwie ein Roman oder was für eine Story passiert da? Aber habe mir schon Gedanken gemacht, was wie diese Welt wohl aussehen würde. Mhm. Und das hast du dann... Was die eigentliche Story angeht, war die bei der eigentlichen Story dann, also auch beim Progress, bei den einzelnen Schritten, wir haben hier verschiedene Kapitel, in denen verschiedene Dinge passieren, war die dann da gleichberechtigt beteiligt an der Erstellung dieser Story oder kam das schon jetzt im Wesentlichen von dir, Philipp? Ja, wir haben das zum Teil, also wir haben schon so die Aufteilung gemacht, sozusagen Story und Text ist sozusagen mein Part und das Grafische ist alles von Dave, aber wir haben das im Prinzip auch immer wieder uns gegenseitig gepitcht, das heißt, als ich Dave von dieser grundlegenden Idee erzählt habe, war das noch nicht komplett fertig, das Ende war noch nicht final, die Kapitel waren noch nicht geschrieben, sondern im Prinzip haben wir dann gesagt, okay, Yellowstone ist die Idee, die wir machen wollen zusammen. Und dann war das für mich erstmal auch eine Hausaufgabe, zu sagen, okay, und jetzt ne, die konkrete Ausgestaltung. Und dann habe ich so diverse Varianten so ein bisschen versucht zu erzählen und habe mich dann aber auch immer wieder mit Dave getroffen, um zu gucken, wie reagiert Dave drauf? Ist das was, was auch ihm Spaß machen würde? Hm. Und dann haben wir da auch durchaus dann immer diskutiert. Ne? Also zum Beispiel haben wir darüber diskutiert, irgendwie, ob der Hauptcharakter sympathisch genug ist oder keine Ahnung, ob er irgendwem, weiß ich nicht, zu oft die Waffe an den Kopf hält und dann dadurch sozusagen auch für den Leser einfach nicht eine Identifikationsperson mehr ist. So, also das ist, aber das ist, glaube ich, insgesamt beim Projekt, dass wir immer mal wieder so jeder in den anderen Bereich so ein bisschen so so rübergeschaut haben, so ein bisschen. Ja. Hm. Ja gut, hat jeder seine Kompetenzen, ist ja auch klar, dass da jeder andere Sachen mit reinbringt in diesen Erstellungsprozess. Voll cool. Eine Frage natürlich reingeworfen. Hat Noah irgendeine biblische Interpretationsmöglichkeit? Ist das Absicht gewesen? ich glaube nicht, oder? Ich glaube tatsächlich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir doch tatsächlich andere Namen hatten, aber ich glaube, das war der einzige Moment, wo wir gegenseitig geguckt haben, okay, was klingt gut? Hat ja, weiß ich nicht, John McClane bei Die Hard, also Stirb langsam. Mhm. Man hatte halt immer so diesen eingängigen Ton innerhalb der Figur. Und ich glaube, Philipp hatte tatsächlich Simmons als Nachnamen als allererstes. Er wollte irgendwie eine Figur haben, die Simmons hieß. Und und dann haben wir tatsächlich geguckt, was passt am besten. Und Noah Simmons ist es dann geworden. Kein Bezug auf die Arche Noah. Mhm. Und er spaltet auch nicht das Meer an einer Stelle im Comic. aber tatsächlich kam uns der Gedanke eher so im, wie klingt das? Ist das zu 0815 oder ist es noch interessant genug?
Also heißt, das war so auch in der Pitch-Phase von uns beiden, wo wir dann immer gesagt haben, ja, was finden wir denn gut, wie müsste das klingen oder wie müsste das sein? Da haben wir tatsächlich geschaut, was klingt am besten. Ja, soll auch ein einprägsamer Name sein. Was schon damals ein Gedanke von mir war, ist, Noah kommt ja aus dem Mittleren Westen, also dem in Amerika heißt es auch Heartland. Und es ist so, dass in der Welt von Yellowstone sich die Gesellschaft so ein bisschen aufteilt in Heartland-Flüchtlinge, weil die wurden ja deportiert oder evakuiert aus dem Mittleren Westen. Also da gibt es eine große Zone, die aufgemacht wurde, wo keiner rein darf. Und diejenigen, die an der Küste wohnen, das sind dann die Hearties und die Coasties. Und da hatte ich mir schon Gedanken gemacht, zu gucken, okay, wie klingen oder was für Namen haben Menschen, die im Mittleren Westen wohnen? Und das ist dann schon manchmal eher so ein bisschen biblisch. Weil die auch da ein bisschen religiöser sind. Aber Noah ist einfach auch ein sympathischer Name, finde ich. Also bis heute, ich finde, das passt. Ich kann mir den Charakter nicht mehr anders vorstellen. Also. Das wäre auch im Nachhinein schlecht zu ändern jetzt. Also von daher, gut, dass ihr damit noch zufrieden seid. Jetzt lebt Comic natürlich auch von der Zeichnung. Es ist ein gezeichnetes, ein visuelles Medium. Und wenn man in euren Comic reinschaut, fällt es auch stark auf, dass der einen eigenen Stil hat. Vor allem, du hast vorhin auch schon die Kolorierung angesprochen. Das war wahrscheinlich auch ein Teil, der mich damals mit angesprochen hat, wie ich so diese erste Ankündigung gesehen habe. Zum einen, dass es eine Abenteuergeschichte ist. Da habe ich auch noch hier so einen Punkt auf meiner Liste, dass wir da mal ein bisschen drüber sprechen. Also gerade so, es gibt ja im deutschen Comic immer so ein bisschen so die Fronten zwischen der Graphic Novel im Feuilleton und den anderen, die vielleicht auch mal den Unterhaltungscomic gut finden und da eben gerade auch den Abenteuercomic. Für mich persönlich, ich benutze den Begriff Abenteuer auch immer so relativ global, also das ist bei mir nicht immer nur Indiana Jones, sondern einfach generell alles, was irgendwie so ein bisschen auch, das darf auch Thriller oder Krimi sein, alles, was halt irgendwie einen Abenteuerplot quasi hat. Also das hat mich damals schon angesprochen. Und der Zeichenstil, es ist ein, ich würde sagen, cartooniger Zeichenstil, ist jetzt nicht auf Realismus in dem Sinne, kein Fotorealismus oder so angelegt. Und obendrein ist er sehr flächig koloriert. Also so wie ich das jetzt, also und ihr dürft das dann gerne natürlich weiter ausführen, so wie ich das jetzt halt beim Lesen für mich wahrgenommen habe, sind unterschiedliche Farben zeigen Ortswechsel an. Das war meine Interpretation zumindest. Aber so Farben, wenn man so plakativ mit, ja, so einzelnen Farben arbeitet, wie ihr. Farbe kann dann ja, es kann ein zeitlicher Wechsel sein, es kann ein örtlicher Wechsel sein, es kann ein Stimmungswechsel sein. Beim zweiten Lesen habe ich dann nochmal genauer drauf geachtet, wie die Farben da einzeln eingesetzt sind und ich habe es für mich als Ortswechsel interpretiert. Wie habt ihr zu dem Stil gefunden? Das fangen wir mal mit Dave an. Also wie hast du den Stil gefunden oder in gemeinsamer Arbeit, dass ihr gesagt habt, wir machen den Comic farbig, aber eben relativ, ja, nicht koloriert, wie man es sonst kennt, sondern so in diesen einheitlichen Farben. Das kannst du wahrscheinlich auch mit besseren Begriffen beschreiben als ich. Und verglichen mit anderen Sachen, die du vorher schon gezeichnet hast, hast du einen bestimmten Stil für den Comic jetzt halt erarbeitet, den du dafür haben wolltest? Oder war das eh schon dein Zeichenstil, den du hier angewandt hast? Tatsächlich rückblickend kann ich sagen, dass tatsächlich auch meine Bachelorarbeit eher monochrom koloriert ist, so würde ich es jetzt einfach mal nennen. Was damals halt ein Stilmittel war, einfach zu sagen, so, ich bin anders, ich guck einfach, dass ich dem Leser das Visuelle überlasse. Also heißt, wir haben uns natürlich auch überlegt, okay, was hat der Comic für eine Kolorierung, und wir waren auch irgendwann bei einer Kolorierung, die halt typisch ist, sage ich jetzt mal, typisch in dem Sinne, zu sagen, so, die Figur hat XY Hautfarbe, das T-Shirt ist grün, der Mantel ist braun, Hose grau, Schuhe schwarz. Und wenn wir einen Hund sehen, dann hat er braunes Fell, und wenn wir den Himmel sehen, dann ist der blau oder Nachthimmel.
Also heißt, wir hatten schon gesagt, ja, okay, ne, das wäre eine Option. Und im Nachhinein haben wir uns aber für diese Art Stil halt auch entschieden, A, um Sachen auch zu highlighten, das hast du gut richtig gesagt. Also heißt, wir haben teils Ortwechsel, indem wir in eine andere Farbstimmung reingehen. Wir haben Noah, der überwiegend zum Beispiel gelb dargestellt wird. In diversen Situationen wechselt das mal, aber eigentlich ist er zu 90% gelb im Comic. Nicht zu vergleichen mit Frank Millers Yellow Bastard, also so fies ist er nicht. aber wir haben halt immer versucht, dass wir immer einen Kontrast schaffen. Also heißt, also ich habe die Farben im Nachhinein auch so gewählt, dass sie immer zu dem Gelb, das Noah trägt, passt, dass sie sich nicht zu krass beißt, also dass der Farbkontrast jetzt nicht so ins Auge sticht, dass man es gar nicht mehr lesen kann. Also heißt, dass es zu sehr vom Hintergrund auch sich absetzt. Und ich habe halt einfach versucht, eine eigene Art zu finden, weil das ist auch das, was ich so immer so ein bisschen bemängel, wenn ich Comics lese, sei es der 5-Euro-Comic am Bahnhof, der von Marvel ist, oder sei es eine Graphic Novel, die etwas länger ist. Es wird halt meistens geguckt, dass Sachen so aussehen, wie sie in real auch aussehen. Und ich finde, das nimmt mir als Leser meistens so die Spannung raus. Ich finde, dann hätte man auch sagen können, ja, okay, konzentriere ich mich nur auf die Story, dann lasse ich den Comic schwarz-weiß. Aber das wollten wir auch nicht. Und ich glaube, unser eigentlicher Hintergedanke, warum der Comic so farbig ist, sind tatsächlich, das ist ist quasi der Hintergrund hinter diesen bunten Farben, sind die Geysire, die ja nun mal auch in Yellowstone National Park sind, die ja durch die verschiedenen Salze im Wasser verschiedene Farbspektren aufweisen. Und haben dann quasi gesagt, ja, okay, wenn man es denn herleiten kann oder möchte, dann könnte man natürlich sagen, ja, okay, die Geysire sind daran schuld, dass der Comic jetzt so bunt sind. Das wäre dann quasi im kompletten Comic der Bezug immer auf den Yellowstone National Park gezogen. Und ja, ich dann halt daran gegangen und haben gesagt, so, wir finden für uns eine einzigartige Kolorierung, die quasi wirklich aus der Masse hinaussticht. Ich finde, wie ist es gelaufen? Mir persönlich gefällt die Kolorierung übrigens sehr gut. Was glaube ich, auch da eine Rolle spielt, ist das Cover. Also wir haben zwei Versionen des Covers, sozusagen die alte Version, die auch schon sehr bunt ist und Noah zeigt, wie er sozusagen durch eine Einöde geht, aber schon auch im Hintergrund lila, gelb und diverse andere Farben haben, die auch schon in Richtung dieses Geysirs geht. Und das war schon so poppig bunt und kam, also wir haben das sofort gemerkt, es kam einfach gut an. Das war irgendwie prägnant, das haben die Leute sich dran erinnert. Und das neue Cover ist ja auch wieder poppig bunt und also ich glaube, das war, wie schon Dave sagt, das war irgendwie, ich finde, das war eine richtige Entscheidung, weil wir hätten es auch klassischer kolorieren können, aber so ist es irgendwie mutiger, aber auch interessanter für die Story irgendwie. Also weil durch diese Farben, auf mich hat es zumindest so gewirkt, dass dadurch auch, dass wie nochmal wie so ein Zoom ist in gewisse Panels rein, dass man nochmal sagt, okay, worum geht's hier wirklich? Und man kann gewisse Sachen highlighten und dann nochmal so den Finger irgendwo drauflegen. Andi, du wolltest was sagen? Also ich persönlich finde das voll total cool, was ihr sagt. Gerade die Sache mit dem Highlight, das du gerade angesprochen hattest, das merkt man halt voll. In Massenszenen, viele Menschen stehen nebeneinander. Wir sehen das zum Beispiel auch in der Leseprobe, die du dankenswerterweise bei dir auf der Seite veröffentlicht hast. Im ersten Kapitel gibt es eine Szene, wo dann Noah fliehen muss. Er steht da zeitweise auch in einer Crowd quasi drin. Und dass das überhaupt Noah ist, der in dieser Crowd steht, sieht man eben aufgrund dieser farblichen Unterschiede zum Rest. Oder beispielsweise sehen wir hier auch Kapitel 4 Ausschnitte, da sehen wir sowas wie Züge oder so, wo dann ganz klar einfach ein Fokus gesetzt ist durch die andere Farbwahl. Mich persönlich spricht das der wirklich sehr an. Ich habe schon eine Menge Comics einfach gelesen und ich denke, dass das hier mal was ist, was ich eben nicht jeden Tag habe. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass ihr da mit diesen 5-Euro Marvel-Kunden jetzt nicht unbedingt ansprecht, dass der vielleicht da erstmal verschreckt ist mit sowas. Ja, das kann, glaube ich, auch sein. Also,
ich kann mir gut vorstellen, dass man, dass der 5-Euro Marvel-Kunde quasi sagt, oh mein Gott, jetzt hier, warum ist die Stadtmauer nicht grau? Das kenne ich aus Punisher anders. Das kann ich mir gut vorstellen, aber ich finde, ein Comic ist dann in dem Sinne so romantisiert, zumindest in meinen Augen so, dass man hinabtaucht in seine eigene Geschichte. Ich finde, beim Lesen ist es so, also ein guter Comic funktioniert so, ich habe beim ersten Comic-Lesen am besten die Bilder erstmal gar nicht gesehen und keine Details, sondern habe die Geschichte verschlungen und beim zweiten Mal gucke ich mir quasi die Bilder an und verliere mich dann darin. Also heißt, im Endeffekt lese ich den Comic mehrmals und ich finde, das ist natürlich eine schwierige Aufgabe, die wir uns da stellen und klar, die 5-Euro Marvel-Geschichte, da wird es schwierig, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man sich irgendwann mal satt gesehen hat von das Gras ist grün, der Himmel ist blau, wenn man sich drauf einlässt, ist alles möglich, sag ich mal. Philipp, wie ist denn das gelaufen mit, du schreibst den Comic, wie können wir uns das vorstellen? Hast du tatsächlich ein Skript geschrieben oder habt ihr das mehr wenn wir schon bei Marvel sind, Marvel Method gemacht? Du hast einen Plot gegeben und Dave hat das dann gezeichnet, und wenn du geskriptet hast, hast du auch da schon in die visuelle Gestaltung irgendwie mit hineingespielt oder hast du das Dave erstmal komplett überlassen? Ich glaube, das war total unterschiedlich. Also ich habe im Nachhinein auch so ein paar oder zwischendurch auch so ein paar Sachen mir angeschaut. Es gibt ja diese Begriffe irgendwie Full Script und Marvel Script, wenn man sich mit Comic-Skripten auseinandersetzt. Marvel Script ist ja eher, das ist der Dialog und irgendwie im Hintergrund, keine Ahnung, gibt's Stau so, und alles andere geht an den Zeichner sozusagen rüber. Und Full Script ist ja das, was ja teilweise auch, also was heißt teilweise, Alan Moore zum Beispiel ja macht, mit irgendwie minutiös detaillierte Beschreibungen. Und ich glaube, das war für mich auch nochmal, also ich habe, glaube ich, eher angefangen mit so einer detaillierteren Variante. Habe das auch versucht aufzubauen wie so ein Filmskript. Habe aber da auch immer schon versucht, also auf jeden Fall ja in Seiten, aber auch in Panels zu denken. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht, okay, wie viele Panels könnte es auf der Seite geben? Was könnte man in welchem Panel zeigen? Wie viel Platz hätte ich überhaupt für Dialoge? Weil du ja auch nur so und so viel Platz hast für die Sprechblasen. Das war am Anfang, habe ich da mir relativ konkret Gedanken gemacht, die aber nicht unbedingt, das war nicht unbedingt komplett umsetzungsreif, sodass es genauso von Dave gezeichnet werden konnte. Und je mehr wir dann im Comic vorangeschritten sind, also wir hatten dann Phasen, wo Dave schon irgendwie an Kapitel 1 und 2 gezeichnet hat und ich aber noch an Kapitel 5 und 6 geschrieben habe, waren wir, glaube ich, auch schon so weit eingegroovt, dass ich mal irgendwas grafisch beschrieben habe und mal aber einfach nur gesagt habe, okay, das ist die Situation auf dieser Seite und das sind jetzt sozusagen die quasi die Mini-Cliffhanger, also Zeile 1, ob das jetzt 3 Panels sind oder 2 Panels, wichtig ist, das ist der Dialog und am Ende, keine Ahnung, kriegt der eine Charakter eine runtergehauen. In der zweiten Zeile schließt das Ganze mit irgendwie dem Sieg des Helden ab oder so. Also da wurde das ein bisschen mehr in Richtung Marvel-Script, aber es ist sehr stark, hat sich sehr stark gewandelt, weil es ja auch mein erstes Comic-Script ist in dem Sinne. Also das ist, war auch viel sozusagen mit Lernen verbunden. Dave, gab es viele Revisionen, wenn du Philipp deine Zeichnungen gezeigt hast, oder hat er immer alles abgesegnet? Ich sag mal so, es kommt immer drauf an. Wir haben uns, glaube ich, beide ganz gut in Zaun gehalten. Vor allen Dingen, wir haben uns gut ausgeglichen. Immer dann, wenn es zu abgefahren wurde meinerseits, hat Philipp gesagt, ja, aber guck mal, vielleicht müssen wir es nicht zu arzi-fazi machen. Dampft das mal so ein. Andererseits habe ich dann aber auch teils Philipp gesagt, okay, der soll jetzt hier rückwärts aus dem Hubschrauber und mit einem Salto, aber im Flug noch eine Steuererklärung machen. Das ist im Comic unmöglich. Also heißt, wir haben uns da tatsächlich gut abgewechselt, haben halt einfach geguckt, dass die Sache rund wird und dass es an den passenden Stellen halt auf die Kacke haut, in Anführungsstrichen, und in ruhigeren Momenten einfach
ruhig bleibt und heißt, dann hat Philipp mir auch halt gesagt, nee, leg den Fokus halt eher mal da und darauf, weil sonst würde das quasi von XY ablenken. Also heißt, wir haben uns da eigentlich immer ganz gut abgesprochen. Ja, das kann mich, glaube ich, nicht mehr erinnern, dass wir irgendwie krass gegenteilig waren und ein Jahr nicht miteinander gesprochen haben. Das war nicht der Grund für die Verzögerung. Alles klar. Was mir sehr gefallen hat, was mir auch sehr rausgestochen ist beim Lesen, waren verschiedene Seiten, die so offensichtlich ein ganzseitiges Design auch gezeigt haben. Also zum Beispiel, es gibt im Comic gegen Ende eine Seite, wo mehrere Figuren eine Treppe runtergehen über mehrere Stockwerke, wo quasi die Hochkantseite diese Treppe abbildet und diese Stockwerke und man die Figuren an verschiedenen Stellen der Treppe sieht, also der zeitliche Verlauf wird dargestellt dadurch, dass die einzelne Figur an mehreren Stellen der Treppe von oben nach unten zu sehen ist und dann eben die Sprechblasen von oben nach unten, also ein Dialog oder vielleicht sind es auch drei Figuren, die miteinander sprechen, also das Gespräch dieser Figuren von oben nach unten gelesen wird und eben die Figuren eben auch ihre Position verändern. Und es gibt mehrere solche Seiten in dem Comic, die das also so nicht exakt so, aber eben so unterschiedliche Spielarten der Gestaltung der einzelnen Seite zeigen, wo also eben nicht einfach nur Panel nach Panel gezeigt wird, sondern eben auch diese ganz seitlichen Designs drin sind. Welche Gedanken, Dave, hast du dir da so gemacht, wann du sowas einsetzt? Hat es einfach vom Skript her sich so ergeben, dass du dir denkst, da kann ich jetzt eine Treppe über eine ganze Seite als Einseiter zeigen? Oder gab es da auch die Idee erstmal so, ja, okay, mache ich das in sechs Panels oder so? Und oder wie bist du zu diesen Ganzseitendesigns gekommen? Teils lag es tatsächlich auch am Skript. Ich habe halt immer geguckt, okay, wir sind jetzt textlich dort und dort, das ist jetzt Gesprächsthema hier. Und dann hat Philipp natürlich auch so Notizen gehabt, so, die gehen jetzt durch ein Gebäude und unterhalten sich. Und da dachte ich mir, okay, wenn die sich unterhalten, ist es halt schwierig, nur quasi 9 Panels zu zeigen und in jedem Panel ist ein Kopf und die unterhalten sich und man springt quasi von Panel zu Panel. Heißt, in dem Panel, was du jetzt gerade beschrieben hast, im Treppenhaus, was später auftaucht, ich habe mir einfach gedacht, okay, das passt wahrscheinlich zur Szene. Ich habe es dann auch tatsächlich auch Philipp vorgestellt. Ich habe gesagt, so wie wäre das, wenn die zwar immer noch durchs Gebäude gehen und die haben auch, es verstreicht auch immer noch Zeit, aber die gehen quasi eine Treppe runter und der Leser folgt quasi dem Text, inhaltlich dem Gesprächsstoff der Figuren. Und hat halt trotzdem visuell was Ansprechenderes als nur Köpfe. Also heißt, wir haben tatsächlich auch ein paar andere Szenen noch, wo ich einfach dann entschieden habe, okay, es passiert halt bildlich sehr, sehr wenig. Vielleicht kann man es aber so weit reduzieren, dass man was Größeres draus macht. Das klingt jetzt sehr verworren. Aber ich habe mir halt immer gedacht, okay, wann kann ich quasi visuell was anderes zeigen, als man es kennt. Ich, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, ich bin sehr, sehr visuell, beziehungsweise ich stehe generell auf visuell ansprechende Filme oder Serien und weiß ich nicht, wenn man sich zum Beispiel an Netflix Daredevil erinnert, der ja nun mal auch so eine Korridorszene von Oldboy kopiert, in dem es ohne Schnitt quasi einen Kampf gibt, hab ich mir halt gedacht, so okay, kann man das irgendwie bildlich vielleicht auch darstellen? Kann man vielleicht auch so einen One-Shot machen, aber wir haben einen Zeitraffer oder irgendwie was Ähnliches? Das war jetzt zum Beispiel bei dem Treppenaufgang der Gedanke und bei manch anderen, wo die Zeit verstreicht, habe ich halt geguckt, was visuell ansprechend ist. Also es gibt später auch noch eine Reise, in Anführungsstrichen, also keine gute, aber ohne viel vorwegzunehmen, eine Autofahrt, sage ich mal, die halt ähnlich gestaltet war, wo ich halt auch nicht nur ein Auto fährt durch XY zeigen wollte, sondern halt auch eher wie so eine Art, okay, wie würde ich es jetzt im Film machen, dass es visuell sehr ansprechend aussieht.
das war tatsächlich mein eigener Anspruch an den Comic. Ja, also ja, auch, für mich hat es auch funktioniert. Also ich finde, das sind irgendwie also wirklich, wirklich richtig schöne Seiten. Und das ist irgendwie, also wenn ich mir die Seiten angucke, bin ich irgendwie echt happy, dass wir damals irgendwie dann noch irgendwie in Kontakt geblieben sind und dann irgendwie im Rollenspiel oder so zueinander gefunden haben, weil das macht echt Freude, dann auch für solche Seiten zu texten. Ich habe gerade mal parallel bei mir geguckt oder so. Das ist zum Beispiel eine Seite, wo im Skript visuell fast nichts drinsteht. Da ist eigentlich nur Dialog drin. Also es ist ja auch sehr relativ spät im Comic und so. Und das war ganz interessant, weil wir ganz oft dann, also manchmal ist es so, dass das irgendwie eine visuelle Idee war, in einem Storyboard. Dann habe ich auf dieses Storyboard, also wir hatten ja so eine Kapitelbeschreibung, in dem Kapitel passiert das und das, es gibt eine Verfolgungsjagd und so weiter. Und dann hat Dave ein Storyboard gemacht. Dann habe ich auf dieses Storyboard hin drauf mein Skript geschrieben. Dann hat Dave wiederum Inkings gemacht und die Inkings sehen natürlich anders aus als das Storyboard. Panels verschieben sich, Größenverhältnisse und so weiter. Und dann macht es natürlich auch Spaß wiederum, dann das Skript wiederum perfekt nochmal in die Bilder einzufügen. Und das ist natürlich bei so einer Treppenhausszene nicht so einfach, aber das lohnt sich dann, wenn das dann nachher zusammenkommt. Gerade bei der Szene spielt auch das Lettering eine tragende Rolle. Also wie du ja gesagt hast, es ist eigentlich eine Szene im Skript gewesen, wo sich Figuren einfach unterhalten, aber sonst nicht viel da ist. Aber gerade hier auf dieser Seite kommt natürlich so die Leserichtung von oben nach unten und dann eben wenn man einfach nur den Panels in Leserichtung von oben nach unten folgt man damit quasi gleichzeitig den Figuren dieses Treppenhaus nach unten. Generell Lettering, ich bin immer der Lettering ansprechen muss, weil ich mit einem US-Letterer befreundet bin. Also ich nehme an, Dave, du hast das Lettering auch selbst gemacht. Genau. Wie gehst du Lettering an? Lettering wird mindestens von den Lesern häufig stiefmütterlich behandelt. Mhm. Leser machen sich selten Gedanken über Lettering. Und leider muss man manchmal sagen, dass Zeichner sich auch nicht immer Gedanken über Lettering machen, wenn sie es selber machen, wenn sie nicht mit einem professionellen Letterer zusammenarbeiten. Ja, wie ist dein Ansatz für Lettering? Tatsächlich habe ich immer geguckt, okay, was haben wir an Text, was haben wir an Informationen? Und da war ich dann halt auch im Austausch mit Philipp. Hab dann halt gesagt, aha, okay, muss der Satz so lang sein, kann man den kürzen oder kann man den vielleicht ein bisschen länger machen. Heißt, wir haben schon, also beziehungsweise ich habe dann auch geguckt, wie kann man es machen, dass man es gut aufteilt. Da hast du recht, ne? Sehr oft wird das vernachlässigt und es wird einfach so patsch drauf gemacht und Hauptsache da steht was. Und ja, ich habe halt geguckt, dass es halt irgendwie dazu passt. Und selbst in manchen, wo nicht wirklich was gesagt wird, dann geguckt, dass das Bild da sinnbildlich für den Inhalt steht, ohne dass es halt auch teils ohne Text klappt. Aber ich habe viele Indie-Comics tatsächlich mir einmal angeschaut, wie die das machen. Und ich fand es sehr interessant, dass die sehr, sehr anders mit Text umgehen. Also heißt diese typische Taschenbuch Speech-Bubble mit dem Fähnchen unten haben wir ja tatsächlich auch nicht im Comic. Also heißt, selbst unsere Sprechblase sieht anders aus als andere. Und ich habe halt darauf irgendwie geachtet, dass es halt auch irgendwie so einen eigenen Touch hat und nicht so dieses, das kenne ich jetzt. Also selbst wir haben auch keine Outlines bei der Speech-Bubble. Wir sind ohne Outline unterwegs. Das heißt, Gott sei Dank haben wir den farbigen Hintergrund, dass man es auch immer gut erkennt. Und selbst wenn nicht, sind die Sprechblasen eingefärbt. Das war uns irgendwie schon wichtig, dass wir selbst auch bei den Sprechblasen was anders machen, als es zumindest gewohnt ist. Von, ich sag mal dem, ich lese ab und zu mal einen Comic Menschen. Hast du Beispiele dafür, welche Indie-Comics du dir da angeschaut hast dafür? Habe ich mir Joe the Barbarian, ich glaube, der ist von Grant Morrison. Genau, Grant Morrison angeschaut. Ich weiß nicht, wer das Lettering gemacht hat, aber Grant Morrison geschrieben, schon mal viel gezeichnet. Ja,
Und tatsächlich, ohne dass es jetzt Bezug auf die aktuelle Netflix-Serie hat, Umbrella Academy, die ja nun mal auch als Indie-Comic eher gestartet sind, da war das halt auch so. Und ich glaube, es liegt auch am Zeichner, wer ist das noch? Gabriel Barr? Gabriel Barr. Ja. Mhm. Ja. Der macht das halt auch sehr, sehr einzigartig. Der setzt halt teilweise auch Sprechblasen und gar keinen Text rein, wenn Figuren quasi sprachlos sind, ne, und lässt das dann halt auch einfach so stehen. Und das fand ich halt interessant zu sehen, okay, wir haben nicht diese typische Sprechblase und wir haben nicht das typische Lettering, was halt irgendwie so, wir haben ein Bild und wir setzen es einfach drauf ist, sondern eher so dieses, nee, die Texte gehören mit zum Bild und wir setzen die halt da, wo sie auch Sinn machen. Und das war so mein Anspruch, zu sagen, okay, wie gehen wir mit Lettering um, wie machen wir das? Und das war auch quasi Philipp und mir von Anfang an klar, dass wir achten, dass das halt auch irgendwie dynamisch ist, wenn sich zwei Figuren unterhalten und es ist nicht nur Text hier, Figur da, Text da. Genau. Ich habe auch in den Skripten dann auch versucht, das im Skript so zu schreiben, dass man schon gleich so in Sprechblasenhäppchen irgendwie das Ganze dann denkt. Also, weil sonst, es ist immer schwierig, wenn man dann sozusagen zu lang schreibt und das dann in mehrere Bubbles dann aufteilt im Nachhinein. Wenn man es gleich sozusagen in kleinen Bubbles schreibt, dann ist es auch irgendwie einfacher. Für diese Experimente und für diese, sag ich mal, Andersartigkeit, die ihr scheinbar auch irgendwie ein bisschen, sag ich mal, angestrebt habt und so, seid ihr ja wirklich beim absolut richtigen Verlag gelandet. Wer Zwerchfell kennt, der weiß, dass die viel geilen Scheiß am Start haben. Auch viele Dinge, die erst einfach mal vom Mainstream abweichen, und da sind regelmäßig wirklich herausragende Dinge dabei, so wie im Storytelling als eben auch im Artwork selbst. Erzählt mal ein bisschen vom Verlag, wie kam es zur Zusammenarbeit, wie war so die Interaktion? Haben die euch auch mal reingeredet, auf die Finger geklopft, oder haben die ein fertiges Buch vorgelegt bekommen? Willst du denn oder soll ich? Ich kann zumindest anreißen, wie das Ganze zustande kam. Oder du kannst mich gerne korrigieren. Ich habe bestimmt einiges wieder vergessen. Nee, tatsächlich, wir haben ja klassisch das so gemacht, wir haben ja den Verlag quasi angeschrieben in einer Liste von Verlagen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten wollen. Weil uns deren Stil, deren Handling und auch vor allen Dingen deren Wertschätzung am Herzen liegt. Und Zwerchfell waren auch mit die schnellsten, die geantwortet haben, haben gesagt, oh, hey, wir sind im Übrigen auf der Comic-Con in Stuttgart, das war, glaube ich, um 2016 rum, glaube ich. Wir sind da, also wenn ihr auch da seid, wir können mal gerne quatschen, schauen wir uns das mal an. Und tatsächlich, die hatten ja damals unseren damaligen Pitch-Comic, das war auch das erste Kapitel, ähnlich wie es jetzt aussieht, bloß noch anders gezeichnet, tatsächlich da noch händisch und nicht digital. Die waren tatsächlich als allererstes auch, das hat Philipp vorhin schon angesprochen, vom Cover angetan. Die meinten so, das haben wir noch nie gesehen. So krasse Farben, so schlicht und einfach. Um es kurz zu beschreiben, für die, die es natürlich nicht vor Augen haben, Noah war damals noch original koloriert, also heißt mit Hautfarbe und Farben im Parker und in seiner Hose, also heißt grüner Parker, braune Hose, schwarze Schuhe, das, was ich vorhin ja auch angesprochen habe, was ich nicht wollte. Und der Hintergrund waren tatsächlich aber nur Formen, die grob als Berg erkennbar sind, und die waren tatsächlich in Magenta, in Cyan und in Yellow dargestellt, und das fanden die halt auf einem weißen Untergrund, das fanden die sehr, sehr ansprechend. Und auch damals schon im Teaser-Comic, der war noch schwarz-weiß, war das so, ja, also wir können uns auch vorstellen, dass die Coverfarben dann innen drin stattfinden. Also heißt, sie haben uns schon so in die Wiege gelegt, so, ja, probiert das mal so und so. Aber tatsächlich haben die uns nicht reingequatscht, also von wegen so, Nee, das Ende gefällt uns nicht und sonstiges. Und es war eher so dieses, ist es euer Comic, ihr macht das Ding fertig. Einziger Hinweis, werdet nicht zu innerpolitisch oder zu politisch generell im Comic. Das ist immer sehr gefährlich, wenn es denn an irgendwie genaue politische Auseinandersetzungen im Comic geht. Und bleibt
bleibt eurer Story treu. Das war so deren Hinweis und daraufhin haben wir quasi gearbeitet und es war halt immer ab und zu so, hey, wir sind jetzt gerade in dem Stadium, wir haben das Skript fertig, wollt ihr da drüber lesen? Dann wurde halt drüber gelesen und dann, hey, das ist jetzt unser Storyboard, wir stellen uns das so und so vor. Einzig und allein in der Storyboard-Phase gab es tatsächlich Hinweise, aber weniger Korrekturen, sondern eher so dieses, ja, probiert aber mal in die und die Richtung zu gehen und probiert es zumindest so, ihr müsst das nicht machen, könnt ihr aber. Und es wurde uns eigentlich durchweg freie Hand gelassen und auch im Nachhinein kam nichts, wo es hieß, so, oh, das finden wir jetzt aber doof. Also heißt, Zwerchfell als Verlag ist sehr, sehr pro Comic und pro Schaffer und Macher des der Comic-Szene. Und das, ja. Ich glaube, das passte auch einfach von Anfang an. Sind das ja, denn, glaub, also, das gibt also was, also würde ich genau unterstützen, was Dave gesagt hat. Also ich glaube, Zwerchfell selber, die, also gerade Christopher Tauber, mit dem haben wir da am meisten sozusagen in der, also ich sag mal, der hat uns als Redakteur betreut. Ich glaube, deren Anspruch ist auch nicht zu sagen, okay, da kommt jemand mit einem Projekt und jetzt kneten wir das nochmal durch, um das wirklich perfekt und rund zu machen, sondern deren Idee ist auch, okay, das ist euer Ding, verwirklicht euch da und wir wollen da auch nicht zu viele Kanten abschleifen. Also ich glaube, das ist denen auch wichtig. Heißt, man hat sehr viele Freiheiten, aber man, also man wird natürlich auch nicht überall sozusagen klein geprüft und irgendwie dann sozusagen gestützt in dem Sinne. Und eine Sache habe ich, glaube ich, noch ein bisschen anders in Erinnerung, weil, also der Comic ist ja schon politisch, aber ich glaube, was sie meinten ist, so habe ich zumindest in Erinnerung, werdet nicht so dozierend, also nicht so, genau. Dass man dem Leser vorliest, ach übrigens, und ne, also weiß ich nicht, also dass man so didaktisch wird irgendwie in dem Sinne. Ja. Pädagogisch so. Also haben die euch auch bei sowas wie Seitenanzahl, Kapitelanzahl oder wir machen jetzt hier ein schickes Hardcover in folgenden Zentimetergrößen, das waren alles Dinge, wo ihr auch mitentscheiden konntet oder waren das eher so Verlagsideen? Also ich glaube, am Anfang hatten wir, also meiner Erinnerung waren wir, glaube ich, wir hatten sogar noch eine höhere Seitenanzahl als jetzt aktuell irgendwie geplant und da meinten die, ja, macht es lieber mal, ich glaube, so 120 Seiten, 140 genau. Seiten, das ist schon sehr viel. Ja. Dann hatten wir, glaube ich, auch recht. das ist ja, ja. Sowohl vom Schreiben als auch vom Zeichnen ist das schon ein echter Brocken, das irgendwie komplett perfekt fertig zu machen. Und sie haben so ein bisschen, also wir hatten so am Anfang so ein, ich sag mal, so ein Story-Wochenende, wo wir nochmal die komplette Kapitelstruktur mit denen durchgesprochen haben und da kamen dann so ein paar Tipps wie, ja, schärft bei dem Charakter vielleicht nochmal so ein bisschen die Motivation oder in dem Kapitel, also da macht nochmal vielleicht mal ein bisschen deutlich, ne, was sozusagen die Mission des Charakters ist, so, also so ein paar so Tipps und Guidelines waren das, aber nichts, ja. Nichts Radikales wie streich den Charakter raus oder so. Das weiß ich nicht. Okay. Von mir aus hätte ich gerne auch doppelt so lang machen dürfen übrigens. Ne? Also ich hätte es auch gelesen, wenn es doppelt so lang gewesen wäre. Danke. Cool. Vielen Dank. Ich bin jetzt natürlich interessiert, diese handgezeichneten Sachen zu sehen, weil du ja schon gesagt hast, Dave, der Comic ist komplett digital entstanden und es gab aber schon eben diese ersten Probeseiten oder Probekapitel, die handgezeichnet waren. Also da will ich jetzt natürlich Bilder von haben, ist ganz klar. Was mich aber auch noch mehr interessiert, weil ich, das ist auch ein Punkt, den ich tatsächlich hier auf meiner Liste vorher habe, weil du gesagt hast, dieses erste Cover, das ihr da präsentiert habt, war standardmäßig koloriert mit Mantelgrün, Schuhe schwarz, Hose braun. Du hast aber nicht die Hautfarbe angesprochen. Welche Hautfarbe hattest du gesagt zu der Zeit? Tatsächlich war der zur Namensfindung auch schon farbig. Also heißt, wir haben für einen farbigen Charakter entschieden. Also heißt Noah Simmons, ist Afroamerikaner. Der war tatsächlich auch schon auf dem Ursprungscomic farbig und ist es auch noch geblieben. Ja. Es gibt tatsächlich im Comic ja nur eine Stelle,
wo das erwähnt wird? Also wenn er auf der Flucht ist und dann so die Durchsage kommt, männlicher Schwarzer 1,80 im grünen Mantel, irgendwie so ist das. Und damit ist er ja auch die einzige Figur im Comic, die so beschrieben wird. Also wie wir ja gesagt haben, monochrom koloriert, also die Charaktere sind sonst irgendwie nicht weiter beschrieben, was eben ihre Kleidungsfarbe oder Hautfarbe angeht. Und eben nur diese eine Sprechblase lässt den Leser das Wissen über den Charakter Noah, dass das also ein Afroamerikaner ist. Und das hat mich dann beim Lesen eben tatsächlich auch so interessiert, wann kam diese Entscheidung, diesen Charakter so zu beschreiben. Und dann natürlich auch die Entscheidung, das überhaupt zu machen und eben in dieser einen Sprechblase auch zu machen. Man hätte das ja auch komplett weglassen können und sagen können, gut, diese Figur ist gelb und die andere Figur ist grün in dem Moment oder auf einer anderen Seite ist die auch mal lila. Aber es ist tatsächlich zu sagen, nein, wir möchten das eben auch an einer Stelle im Comic mal deutlich ausgesprochen haben. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung, das tatsächlich auch hinzuschreiben? Also ich glaube, bei mir war es so, ich habe die Szene geschrieben und habe, also da geht es um Noah wird verfolgt von Polizisten. Und Polizei oder auch sowas wie Geheimpolizei spielt ja in Teilen des Comics eine Rolle. Und ich habe in der Tat einen alten Schulfreund aus den USA damals angerufen via Skype, der als Polizist in den USA arbeitet. Und habe den so ein bisschen interviewt, habe gesagt, du, ich habe hier diesen Comic, es gibt Verfolgung und so weiter. Und habe den gefragt, wie macht ihr das denn eigentlich? Also was für Codes benutzt ihr? Wie beschreibt ihr, wenn jemand flüchtet, wohin der geht? Und da hat er auch gesagt, das ist relativ typisch. Also wir haben Codes wie 1058, Mann 1,80 weiß in südöstlicher Richtung, so in die Richtung. Und das sind so ein paar Codes, die ich dann irgendwie aufnehmen wollte im Comic, um das realistischer zu machen. Und farbig war Noah für uns schon, ich glaube, seit Beginn eigentlich. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob das an mir mal anders war. Und dann hat es einfach nur Sinn gemacht, das da reinzuschreiben. Finde ich super spannend. Das ist natürlich jetzt, also jetzt im Eindruck von 2020 diesen Comic zu lesen. Jetzt ist der Comic auch noch in einem amerikanischen Wahljahr angesiedelt, jetzt dieses Jahr ja auch haben. Also von daher drängt sich da quasi so eine Aktualität mit auf. Und da habe ich mir eben die Frage gestellt, ist es etwas, was jetzt quasi spät im Prozess eine Entscheidung war, das so zu machen, aufgrund der Situation der letzten ein, zwei Jahre, oder ist das eben was ihr schon viel früher angelegt habt und was jetzt einfach, wenn man ihn jetzt liest in 2020, einfach nochmal so einen anderen Eindruck mit hinterlässt. Von daher sehr, sehr spannend, das zu hören, dass ihr das eigentlich schon vor 4 Jahren, 5 Jahren oder wann auch immer auch die Figur so angelegt habt, wie sie angelegt ist. Ja, also vieles ist tatsächlich sehr verrückt passiert. Also heißt, Als wir quasi angefangen haben, den Comic zu schreiben, waren uns halt klar, okay, wir brauchen als Aufhänger eine Wahl, das ist immer sehr umstritten, da sind die Leute sowieso immer ein bisschen aufgewühlt. Also heißt, 2016 war uns nicht klar, was 2020 passiert. Auch mit der Figur war das halt so konform, nee, lass uns einfach mal eine farbige oder eine schwarze Figur haben, die halt der Held ist, einfach weil, ne, wenn man dann wieder auf den deutschen Comic zieht, es gibt halt wenige deutsche Comics, die halt generell diverse Figuren präsentieren, sei es im asiatischen Raum, arabisch oder sonstiges. Da ist es halt immer so der Kaukasier, sag ich jetzt mal. Da haben wir uns halt gesagt, nee, unsere Figur, die ist ein Afroamerikaner. Das passt dann auch sogar noch zur Thematik in unserem Comic, so dieses Anderssein und sonstiges. Und das lassen wir so. Und was dann natürlich jetzt so innerhalb der letzten Jahre passiert ist, ist krass zu sehen.
Wir haben auch tatsächlich und Hand aufs Herz, wir haben nichts aufgrund dessen, dass zum Beispiel diverse amerikanische Präsidenten gewechselt haben oder gerade aktuell in den USA die Situation, sage ich mal, ein bisschen schwieriger ist, irgendwie umgeschrieben. Also heißt, wir sind immer noch konform unseres Skripts von Anno 2016. Weiß ich nicht, Geschichte schreibt sich selbst, sage ich mal, und vieles wiederholt sich und ich glaube, damit haben wir, glaube ich, gar nicht gerechnet, dass wir in einem Wahljahr landen, also natürlich klar, wir wären ja auch schon viel eher erschienen, aber dass wir in einem Wahljahr landen, was gerade ähnlich problematisch ist, sage ich mal. Ja, also das ist, also verrückt ist, glaube ich, das richtige Wort, das ist also in diesem Jahr glaube ich auch so das Gefühl, ne, also man schreibt in Science Fiction also wirklich eine Dystopie und das ist ja, also 2020 ist ja irgendwie das dystopische Jahr schlechthin, ne? Also mit ja. Corona, die ganze Welt verändert sich, das hat ja auch was von Endzeitstimmung, wenn alle plötzlich mit Masken irgendwie plötzlich auf der Straße rumlaufen. Trump, der einfach nur am Rad dreht und da jetzt also wirklich ja eine Situation in den USA entsteht, die echt beängstigend ist, ne? Also das ist und ja auch bedrückend, ne? Also ich war ja selber da 2002 und habe halt auch schon erlebt, ja, die Amerikaner können mal verrückt sein, aber sind auch eigentlich eine Kultur, die sehr offen ist, ne? Die auch sagt, hey, du hast eine durchgeknallte Idee, aber mach dein Ding, ne? Zieh das durch und da auch irgendwie bisschen weniger konservativ ist und das wird im Moment echt immer unheimlicher und ja, und als wir den Comic geschrieben und gemacht haben, da war von Trump noch keine Rede. Also da waren eher so Themen wie 2015 Flüchtlingskrise oder eben auch Edward Snowden oder sowas. Ja. Das war eher politisch das, was da los war. Ja. Ich finde es immer wieder spannend, das ist ja jetzt nicht das einzige Beispiel, das man nennen kann, wo sowas passiert, wo Leute ein Projekt über Jahre hin erarbeiten und genau zu dem Zeitpunkt, wo es rauskommt, wirkt es, als wäre es im Moment quasi auf die aktuelle Situation hingeschrieben worden. Und ich erkläre mir das dann immer irgendwie nur so, dass gerade so Künstler irgendwie was einfach aufnehmen im Zeitgeist, in der politischen Situation, in der gesellschaftlichen Situation und da was erarbeiten, was quasi nur die logische Konsequenz ist, die sich dann irgendwie auch im realen Leben dann eben ergibt im Laufe der Zeit, wo dieses Projekt dann eben auch entsteht. Also wenn man jetzt mal daran zurückdenkt, wann Jordan Peele's Get Out rausgekommen ist, das ist also auch wirklich so, als hätte man es getimed, dass dieser Film genau zu dem Zeitpunkt rauskommt, wo er die größte politische und gesellschaftspolitische Durchschlagkraft haben konnte quasi. Ja. Die Watchmen-Serie von Damon Lindelof, die letztes Jahr rausgekommen ist und heute sich von der Realität eingeholt worden ist, 2020 quasi. Also ich habe jetzt vor ein paar Wochen erst angeschaut, als die deutschen Scheiben rausgekommen sind. Und habe mir dann auch gedacht, okay, das in den USA letztes Jahr ausgestrahlt, in Arbeit gewesen, noch mal ein paar Jahre vorher, also geschrieben, meinetwegen 2017 oder so. Und wirkt, als wäre 2020 da einfach komplett schon vorweggenommen gewesen. Also ja, ja, es ist also, ich bin mal gespannt, wenn euer Comic rauskommt, wie der dann auch so wahrgenommen wird und auch besprochen wird daraufhin. Also wie viel. Das, ich habe es jetzt angesprochen, also wir sind ja jetzt auch Teil dieser Besprechung natürlich, also und ich kann mir natürlich sehr gut vorstellen, dass andere Besprechungen das dann auch machen und die natürlich dann auch auf solche Sachen dann hinweisen. Aber vielleicht könnt ihr uns ja trotzdem auf den aktuellen Stand bringen, ganz kurz, um da mal anzuschließen. Also Yellowstone, ne, jetzt ist ja dieser Vulkan und er wird irgendwann hochgehen, davon habe ich schon mal gehört. Wann sterben wir denn jetzt alle? Habt ihr da einen aktuellen Stand? das erfährt man in Band 7 auf Seite 23. Alles also wir haben noch ein paar Jahre, bis Jahr 7 rauskommt, von daher Band 7 rauskommt. ja, genau. Das ist nicht allzu lang. Also wenn wir jetzt mal die Entstehungszeit von Band 1 hochrechnen, dann
dann habe ich noch ein halbwegs okayes Leben vor mir, glaube ich. Ja. Ein anderes Thema, das ich noch mit ansprechen wollte, und das dann nehme ich was raus aus dem Pressematerial, das ihr uns mitgeschickt habt, wo ihr da drüber sprecht. Ihr habt den Comic in den USA angesiedelt. Jetzt ist natürlich auch so der biografische Hintergrund von Philipp da ein bisschen mit drin, was du uns vorhin beschrieben hast, deine Besuche in den USA und in Yellowstone. Ihr habt aber auch in dem Pressematerial explizit darüber gesprochen, ja, hätte man auch in Deutschland, gibt's auch Vulkane, hätte man auch machen können, aber fanden wir nicht so dolle, wir haben es in den USA gemacht. Das ist ein... Der Eifel. Genau. Ja. Das ist was ich immer super interessant finde. Das ist ein Thema, das ich schon länger beobachte, verfolge, auch diskutiere, immer wieder bespreche. Habe ich kürzlich erst in einem anderen Podcast mal wieder drüber gesprochen. Ich habe vor ein paar Jahren den Begriff Cultural Cringe gelernt. Sobald ich das verstanden habe, ein Begriff, der in Australien geprägt wurde, weil Australien da ein ähnliche mentale Einstellung hat, wie ich glaube auch Deutschland, dass wir in Deutschland Schwierigkeiten haben mit Dingen, die in Deutschland produziert werden, vor allem, wenn sie in Deutschland spielen, und da dann eben vor allem Genresachen. Also wir wissen, deutsche Genrefilme tun sich schwer, werden nicht gerne finanziert, weil die Finanziers sagen, wird in Deutschland nicht geguckt. Und wenn dann mal eine deutsche Genreproduktion rauskommt, dann heißt es meistens, naja, das haben die Amis schon mal besser gemacht, die Deutschen können es halt nicht. Ja. Jetzt fand ich das dann eben interessant. Jetzt, klar, also zum einen, jetzt kommt eben dieses Autobiografische da bei euch noch mit rein, aber irgendwie klang es in dem Pressematerial auch so ein bisschen mit raus. Naja, aber irgendwie ist es halt trotzdem cooler, wenn sowas in den USA spielt. Es ist im Pressematerial drin, das muss ja auch irgendwie eine Entscheidung gewesen sein, das da reinzunehmen. Oder vielleicht habt ihr euch auch nicht so viele Gedanken gemacht, das weiß ich nicht, aber da würde ich gerne von euch nochmal bisschen so die Gedanken hören. Was waren eure Gedanken daran, eben zu sagen, nein, also wir sind ein deutsches Comic-Team, ein Comic, der auf Deutsch in Deutschland erscheint. Wir lassen die Geschichte aber in den USA spielen. Wer von euch kam, also ich nehme an, Philipp wahrscheinlich durch die Erfahrung in Yellowstone, deswegen lasse ich dich da mal erstmal darauf antworten, wie weit war da die Entscheidungsfindung und wie viele Gedanken hast du dir darüber gemacht, lasse ich es vielleicht doch in Deutschland spielen oder ich mache es halt in den USA. Also ich glaube, also das war ja, also wir springen jetzt quasi auf den Januar 2016, als Dave und ich da in der Kneipe getroffen haben, zurück, und da haben wir uns ja diverse Ideen hin und her geworfen. Ich glaube, die waren, ich weiß nicht, also ob da eine Idee, die in Deutschland gespielt hat, dabei war. Nee. Also das eine war auf jeden Fall eher in so einem asiatischen Metropolkomplex, dann war was anderes, was eher so eine Cop-Geschichte war von Dave mit so Superkräften, und ich glaube, über sowas haben wir damals noch überhaupt nicht nachgedacht. Also wir haben eigentlich eher nach Geschichten gesucht, wo wir beide gesagt haben, okay, da brennen wir für, das macht irgendwie Spaß, da sind tolle Bilder drin. Ich glaube, also irgendwann, als wir dann diesen Pitch-Comic gemacht haben, also diese 16 Seiten, das erste Kapitel, haben wir natürlich auch gedacht, okay, Mensch, dann könnte man vielleicht sogar auch mal schon mal versuchen, irgendwie vielleicht einen amerikanischen Verlag zu finden, falls sozusagen, weil es ja eher auch eine Geschichte in Amerika ist, aber so richtig so eine komplette, also in die Richtung haben wir, glaube ich, da noch nicht gedacht. Das war, glaube ich, einfach noch zu früh, als wir uns da entschieden haben. Und da war schon Yellowstone als Vulkangeschichte mit dem Yellowstone-Nationalpark da. Okay, also war direkt vom ersten Gedanken war einfach auch wahrscheinlich dieses Schild, das du da damals gelesen hast, wo du die Informationen über den Vulkan gelesen hast, einfach schon direkt mit Kern der Idee einfach dann auch. Ja, wobei, also ich verstehe, was du meinst. Das ist so dieses deutsche Genrestoffe haben es halt schwerer, wobei mir in dem Moment sofort Dark in den Kopf geschossen ist, sozusagen als sehr, sehr deutscher Genrestoff, der im Moment sehr, sehr erfolgreich ist. Vielleicht löst sich natürlich das auch jetzt gerade. Das ist auch darüber habe ich tatsächlich neulich erst gesprochen. Also jetzt ist Slöborn
fand ich hervorragend dieses Jahr, die Serie, die neue Serie von Christian Albert, die im ZDF gelaufen ist. Das ist ein deutscher Genrestoff, der meiner Meinung nach auch internationale Qualität hat. Dark, klar, ist auch international erfolgreich. Also ich habe ja noch einen Horrorfilm-Podcast, den ich zusammen mit einem Amerikaner und einem Engländer mache. Und da haben wir jetzt in der letzten Folge den deutschen Film Anatomie besprochen. Und anhand dieses Filmes habe ich mal wieder über Cultural Cringe und Genre in Deutschland gesprochen. Und genau an dem Punkt sind wir auch gekommen, dass sich da in den letzten Jahren ein bisschen was verändert. Vor allem eben aber auch durch Geld aus dem Ausland, Netflix. Also Dark ist halt das große Beispiel, von dem ich auch weiß, dass es im Ausland sehr erfolgreich ist, von dem ich im Inland aber hauptsächlich kritische Stimmen höre, aber nicht so richtig einen Eindruck habe, wie das in Deutschland überhaupt wahrgenommen wird und angenommen wird. Aber ja, ich hoffe auch, dass sich da was tut, aber es passiert eben langsam. Aber gerade, weil ihr eben natürlich auch bei Zwerchfell seid und Christopher Tauber und Stefan Dinter mit Die Toten sehr genau diesen Weg auch gegangen sind, dass sie eben einen Stoff, den wir hauptsächlich aus amerikanischen Filmen kennen, sehr bewusst eben nach Deutschland gesetzt haben, fand ich das eben auch ganz, ganz interessant jetzt im Kontrast und weil es bei euch, wie gesagt, im Pressematerial eben drin stand, sonst hätte ich da jetzt auch ehrlich gesagt nicht weiter wahrscheinlich drüber nachgedacht oder nachgefragt, ob die Idee mal war, es in Deutschland spielen zu lassen, aber ihr habt es da eben selber mit angesprochen und ja, wie gesagt, weil ich mir eben auch da selber immer viele Gedanken drüber mache und eben das Gefühl habe, dass wir als Zuschauer oder als Konsumenten teilweise deutsche, meistens eben Filmproduktionen, generell anders bewerten als ausländische Produktionen, einfach nur, weil es deutsch ist und weil wir die Umwelt kennen, weil wir die Sprache kennen und da dann viel schneller mal sagen, so würde sich ein Polizist nie verhalten und dem amerikanischen Polizisten das aber abnehmen, weil da so ein Bruch mit drin ist durch die Sprache, sei es in Synchronisation oder in Originalsprache, ist beides mal ein Bruch mit drin und natürlich auch durch die Umwelt, wie es dort aussieht, wie die Autos aussehen und sonst irgendwas. Also dass quasi eine ausländische Produktion immer so einen gewissen Fantasy-Anteil einfach inhärent schon mitbringt. Und wir dadurch dann eben auch unplausiblere Geschichten schneller annehmen, als wir es bei einer deutschen Produktion machen. Meine Theorie zumindest zu dem Thema. Aber ist es denn, also das finde ich irgendwie interessant, weil also ich könnte mir gut vorstellen, dass es gar nicht so sehr die ausländische Produktion ist, sondern einfach die Produktion, die im Ausland spielt. Weil es gibt ja auch ganz, ganz viele deutsche Schreiber, Autoren, die eben etwas produzieren, was halt nicht in Deutschland spielt und deswegen vielleicht für ein deutsches Publikum irgendwie, weil es ein bisschen mystischer, ein bisschen entfernter ist, ein bisschen attraktiver ist. Ich meine, Roland Emmerich ist ja sozusagen das Paradebeispiel an Fantasy-Blockbuster, Science-Fiction-Export. Kommt ja auch aus Deutschland. Ja. Ja gut, also er kommt aus Deutschland, die Filme halt dann nicht. Also seine frühen Filme kommen auch aus Deutschland, aber seine letzten Filme kommen nicht aus Deutschland. Also auch da ist es ja wieder der amerikanische Schauspieler, dem ich entweder auf Englisch zuhöre oder in einer synchronisierten Fassung, der den Weltuntergang in den USA erlebt. Also dieser Bruch ist da ja trotzdem mit drin. Und darum frage ich mich eben auch, also das ist ja die Frage ist ja genauso wieder deutsche Bands, die auf Englisch singen, weil ist halt die Sprache des Rock'n'Roll und ist cooler und so, da kann man drüber diskutieren. Und dann eben auch die Frage, wie bei euch jetzt ja auch ein deutsches Team, das eine Geschichte, eine Abenteuergeschichte erzählt, wo wir die Vorbilder, die wir dafür kennen, sind meistens wahrscheinlich US-amerikanisch. Snowpiercer zum Beispiel vorhin angebracht. Zwar ein französischer Comic, aber und ein koreanischer Regisseur, aber mit einem internationalen Cast, der irgendwie auch über Amerika zu uns gekommen ist, weil ja auch ein Riesending mit Weinstein und sonst irgendwas war, es gelaufen ist, aber dass also die Vorbilder für so eine Art von Geschichte sehr ausländisch geprägt sind und dann ihr das eben auch wieder in die USA verlegt habt, wo, ja, wie gesagt, also, weil dann, also die Vermutung liegt immer nahe, dass man immer sagt, naja, wenn es in der Eifel spielt, ist es halt nicht cool. also, dass das Publikum da dann, wie gesagt, eben kritischer ist, wenn es vor der eigenen Haustür spielt, so eine dystopische Geschichte auch, ja, so eine Science-Fiction-Geschichte, als wenn es eben in der Fremde spielt. Wie gesagt, meine Theorie zu dem Thema ist was man lange diskutieren kann, was ich auch super spannend finde, eben zu diskutieren. Darum spreche ich es auch immer wieder an. So. Gut. Jetzt hat ja, der gesagt, es ist eine Abenteuergeschichte. Ja, mach du.
Du hast da eigentlich jetzt die Mega-Steilvorlage geliefert, weil du halt quasi jetzt verschiedene Produktionen angeschrieben hast. Und mal ganz im Ernst, ne? Gucken wir uns noch mal grob das Setting an von Yellowstone. Das ist eine Endzeitgeschichte, wir haben eine Menge coole Charaktere, es ist in verschiedene Kapitel eingeteilt. Wenn ich mir überlegen würde, ich müsste das Ganze verfilmen, dann kann ich mir vorstellen, dass ich das saugünstig realisieren kann. Leute, wann ist die Netflix-Serie am Start? Das ist ja nur absolut die Vorlage. Klar, der Comic ist noch nicht raus, die Frage mag ein bisschen verfrüht sein, aber letztlich ist das doch mal optimal, oder? Also wenn da, ich meine, das kann auch das neue Dark werden, oder? Gerne. Ich hätte auch diverse Vorstellungen, was Schauspieler angeht. Ja. Tatsächlich für mich als Zeichner, ich suche ja dann quasi auch nach Vorbildern, die man nutzen kann. Also Idris Elba, falls du diesen Podcast hörst, wir haben da eine Figur, sie heißt Noah Simmons. Sie ist perfekt auf dich zugeschnitten. Nee, aber im Ernst, tatsächlich, klar, das Material, ich glaube, würde man es in die Eifel packen. Ich hatte gerade auch, als ihr diskutiert habt, darüber geredet, okay, darüber nachgedacht, wie könnte man das verlegen, aber ich glaube, wir haben selbst am Kapitel Ende von Teil 1 Noah, der auf einen fahrenden Zug aufspringt, da gäbe es schon ein Problem, nicht weil es in der Eifel ist, sondern ich glaube, weil der Zug zu spät kommt. Also er wäre dann die Gleise entlang gelaufen und dann wäre der Comic, glaube ich, viel zu kurz. Nee, aber tatsächlich, danke fürs Lob. Gerne. Ich würde sagen, ich würde es gerne in Filmform, Serienform, wie auch immer. Ruft uns an. Philipps Telefonnummer sagt er gleich am Ende nochmal durch. Ja, gerne. Also ich finde sowas auch mal spannend, so Adaptionen. Ne? Also das ist, ich habe zum Beispiel letztens gesehen, dass Audible jetzt eine Hörbuchadaption von Sandman von Neil Gaiman, die Geschichte irgendwie rausbringt oder jetzt auch schon am Publizieren ist. Und das fand ich auch irgendwie als Idee echt, echt faszinierend. Und sowas, so ein visuelles Medium wie ein Comic dann irgendwie als Hörspiel zu verfilmen, also zu verfilmen, sag ich schon. ja, spannend. Umzusetzen. Also Netflix, wir sind bereit. Wo wir jetzt schon bei so Genresachen sind, und wir auch ganz am Anfang schon drüber gesprochen haben, eben das ist eine Abenteuergeschichte, Dystopie, Science Fiction etc. Und das jetzt wieder auf den Comic zurückgebracht und eben auch auf den deutschen Comicmarkt. Vielleicht habt ihr das auch noch auf dem Schirm. 2016 gab es da auch schon so Diskussionen auf dem Comic-Salon. Anlass dafür war ein Artikel von Mark Oliver Frisch im Tagesspiegel mit dem Titel Wir brauchen mehr Scheiß, wo er sich auf den amerikanischen Artikel bezogen hat und da die These aufgestellt hat, dass eben in Deutschland sich vor allem das Feuilleton viel zu sehr so mit hochgeistigen Graphic Novels und Autobiografien oder Biografien etc. beschäftigt und dass aber ein lebendiger Markt in jedem Medium auch einen großen Teil an Produktionen braucht, die quasi Unterhaltung sind, mit denen man Geld verdienen kann, wenn dafür das Publikum auch da ist. Und da ist natürlich auch wieder ein Punkt in Deutschland und im Comicmarkt drin, damit dann eben auch sich so Produktionen, die ein bisschen vielleicht hochgeistiger sind oder Philosophie oder was auch immer, auch noch irgendwie mit rechtfertigen. Jetzt habt ihr einen Abenteuer-Comic vorgelegt, finde ich immer super, finde ich immer spannend, deutsche Produktionen, weil das gerade auch in der Qualität ich nicht so häufig sehe. Manche gehen, also viele gehen sicherlich auch an mir vorbei. Ich gestehe, dass ich nicht jeden deutschen Comic kenne. Aber gerade was so Abenteuer-Comics angeht, habe ich wenige auf dem Schirm, die mich vor allem auch eben von der grafischen Gestaltung her ansprechen. Da habe ich häufig das Gefühl, dass zu sehr dieser, ja, so ein realistischer Zeichenstil versucht wird, der für mich dann häufig nicht funktioniert oder dass auch häufig dann eben so in die Parodie gegangen wird. Also es gibt ja diverse Produktionen, die sich irgendwie mit Superhelden beschäftigen, die dann aber, da kommt dann vielleicht auch wieder der Cultural Cringe mit rein, die dann immer als Parodie gemacht werden, weil man vielleicht keinen ernsthaften deutschen Superhelden irgendwie produzieren kann oder will, das weiß ich nicht. Wie habt ihr euch Gedanken darüber gemacht, als ihr den Comic gemacht habt und dann auch natürlich jetzt im Laufe der Produktion und auch in der Arbeit mit Zwerchfell jetzt über die letzten Jahre, wie sieht der deutsche Comicmarkt aus, wo passt unser Comic da rein, gibt es einen Markt für so einen Abenteuer-Comic, glauben wir, dass es ein Publikum gibt, was sind andere Produktionen, also ist sowas wie Gung Ho zum Beispiel, war das irgendwie ein Moment, wo man vielleicht sagen konnte, da ist ein
Abenteuer-Comic, der zwar erst in Frankreich erscheint, aber der auch von Deutsch gemacht wird, der funktioniert. Irgendwie Gedanken in der Richtung zu eurem Comic, Dave? Wo du Gang Ho ansprichst, zum Beispiel, das war mir beim Lesen damals nicht klar, okay, das sind deutsche Zeichner und Autoren, weil da hat der Comic zum allerersten Mal, oder der deutsche Comic zum allerersten Mal für mich Klick gemacht, hat gesagt, okay, wir sind anders, wie du ja schon sagst, wir erschließen uns den Markt über Frankreich, aber da ist meiner Meinung nach auch so grob das Problem, was den deutschen Markt angeht. Viel wird irgendwie, also viele trauen sich meiner Meinung nach nicht, also das ist jetzt tatsächlich nur meine objektive Meinung, zu sagen, so, wir machen jetzt was Ernsthaftes, weil ich sag mal so ein deutscher Superhelden-Comic, natürlich klar, eine Parodie passt perfekt, weil Superhelden in den USA stehen ja nun mal für heroische, große Figuren und da ist es natürlich gut, eine Figur zu machen, die eigentlich aus dem Amerikanischen kommt, aber das Deutsche so parodiert, wie ein Amerikaner das quasi wahrnimmt, also in Lederhosen und immer ein Bier und eine Weißwurst in der Hand. Also da kann ich das verstehen, da ist das quasi Stilmittel, aber meiner Meinung nach gibt es zu wenig Mut zu sagen, so, wir machen jetzt tatsächlich einen Superhelden-Comic und der ist auf Deutsch und weiß ich nicht, das wird der deutsche Batman im Endeffekt muss vielleicht nicht verkleidet sein als Fledermaus oder als irgendwie anderes gefährliches Getier, aber ich sag mal so eine mutige Detektivgeschichte in Anführungsstrichen, die ja nun mal Batman ist, kann man auch in Deutschland, glaube ich, machen. Ich glaube, da fehlt einfach nur teilweise auch das Vertrauen von einem Verlag. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass wir Zwerchfell als Verlag gefunden haben, die halt einfach sagen so, ey, das ist euer Baby, ihr macht das. Nur wenn es ganz abstrude wird, würden wir eingreifen. Aber das mussten sie ja nicht. Und die halt auch den Mut beweisen, das sieht man ja auch im Verlagsprogramm, Comics selbst zu produzieren, wie sowas wie der True Muckel und sein Meister Leder. Also so geil. Das ist so geil. Das ist mega geil. Also sorry. Das ist quasi deutsche Geschichte aufgegriffen. Zwar auch nochmal parodiert, aber es ist trotzdem mutig. Und ich finde, das fehlt teilweise bei anderen Verlagen, die dann halt eher so auf Nummer sicher gehen und sagen, okay, was verkauft sich auch noch in 3 Jahren? So sehe ich das. Es wird halt viel mehr darauf geachtet, okay, was verkauft sich, was nicht. Und das finde ich schade, dass dann einige Geschichten zumindest nicht in die breite Masse kommen. Also ich glaube, es gibt noch irgendwo im Netz unter freien Comiczeichnern, die keinen Verlag haben, auch sicher super Geschichten, die aber nie irgendwie den Druck erleben werden. Also das gebundene Buch oder den getackerten Comic. Und das ist halt schade, dass auch darauf irgendwie nicht geachtet wird, zu sagen so, wir haben jetzt mal die Eier und wir machen das jetzt und nächste Woche gibt's den ersten deutschen Superhelden-Comic, sowas in der Art. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Also ich glaube, ich will auch gar nicht unbedingt jeder gedruckt bei einem Verlag mit einem schicken Hardcover erscheinen. Also wenn man sich nur so ein bisschen in der Indie-Szene umschaut und so, da gibt es auch eine Menge Leute, die jetzt zum Beispiel sehr erfolgreich auch mit Online-Comics unterwegs sind, die ich persönlich teilweise auch gern lese. Das ist so ein bisschen auch von verschiedenen Faktoren abhängig. Auch vielleicht muss ich die Geschichte natürlich anbieten und so weiter, ne? Ja. Also jetzt vielleicht unbedingt, denke ich, das gedruckte Werk als die Krönung der Schöpfung zu sehen, ist vielleicht jetzt auch nicht für jeden geeignet. Ja, ich glaube, da kommt es tatsächlich eher auf, wie trägt das Medium, was ich nutze, dazu bei. Also ich finde so eine Coming-of-Age-Geschichte, die halt episodenhaft erzählt werden kann, sowas wie halt eine Netflix-Serie funktioniert, sage ich jetzt mal, ist natürlich episodenhaft im Netz einfacher zu genießen, als wenn ich jetzt sage so, und jeden Monat kommt ein Band raus und der Zeichner und der Autor hat quasi den Druck dahinter zu sagen, so, wir sind jetzt jeden Monat damit beschäftigt, das rauszuhauen, anstelle zu sagen, so, hier ist der Download-Button, donated und lest uns.
Also da hast du recht. Es kommt halt immer darauf an, was für eine Geschichte erzählt wird. Und also das gebundene Comic ist nicht das Nonplusultra tatsächlich. Jetzt bin ich quasi mit den Punkten auf meiner Liste durch. Was sollen wir denn zu dem Comic noch besprechen? Also ich glaube, wir haben ja gerade über den deutschen Comicmarkt gesprochen und also ich würde mir das auch wünschen, dass das ein bisschen vielleicht ein bisschen mutiger wird. Ich weiß auch, der deutsche Comicmarkt ist halt auch einfach kleiner. Also es ist jetzt nicht amerikanische Verhältnisse oder im franco-belgischen Bereich, wo irgendwie es total normal ist, dass erwachsene Menschen Comics lesen. Also ich merke das immer wieder von Arbeitskollegen, die sagen, ach was krass, sowas gibt es, Graphic Novels. Das ist nicht so typisch in Deutschland. Dementsprechend sind ja auch die Auflagen nicht hoch. Deswegen ist es umso trauriger, dass so wundersame, verrückte Geschichten wie irgendwie das Upgrade einfach dann irgendwann eingestellt werden, weil einfach zu wenig Leute das lesen. Das ist jetzt für mich so ein Beispiel von einer total verrückten Geschichte. Da geht es um einen ostdeutschen Superhelden, der sich teleportieren kann. Da ist irgendwie deutsche Geschichte mit drin. Und bunter und knalliger auf geht's. Auf einem Hammer-Level. Genau, also das ist so, also der kann sich, ich finde den Comic, den kann man direkt neben Chris Wares Geschichten irgendwie ins Regal sich stellen. Und das ist halt super schade, wenn sowas einfach dann sich nicht durchsetzt. Es ist aber auch mega abgedreht, ne? Muss man auch sagen. Also dass das nicht jedem gefällt, ist irgendwie auch klar. Aber ja, also ich würde es natürlich auch schon immer wünschen. Es ist natürlich auch schon immer ambitioniert, sowas auf mehrere Bände anzulegen. Also das ist dann eben, wenn man nicht schon weiß, dass sich das am Markt durchsetzt, dann besteht eben leider auch die Gefahr, dass dann eben sich nicht genug Käufer dann dafür finden. Ja. Und ich glaube, mehrere Bände sind auch in den USA gefährlich, ne? Auch da geht dann mit jedem Band, das ist auch bei Serien ja auch ganz selten eher so, dass es wieder hochgeht. Also es nimmt eigentlich eher ab, ne? Das ist ein bisschen der Lauf der Dinge. Ja, absolut. Wollt ihr zu Yellowstone noch irgendwas loswerden, was wir jetzt noch nicht besprochen haben? Verlegergedanken oder Verdanken der Academy? Noch nicht. Christopher Tauber übrigens überhaupt kein Fan der Serie Dark. Hat er schon lautstark kundgegeben. Ja, das glaube ich. Also die ist ja auch sehr, sehr deutsch, ne? Das ist schon irgendwie der deutsche Wald und das ist alles aus voll von Angst und so. Nee, also was man zu Yellowstone noch sagen kann, genau, 144 Seiten lang ist der Band. Hardcover, ne? Wer drauf klopfen möchte. Und schlappe 20 Euro, das ist ja geschenkt, Junge. Genau, eben. gut investiertes Geld. Und wir haben hinten drin auch noch einen kleinen Making-of-Teil mit drin. Also da kann man noch mal so ein paar frühe Zeichnungen und Entwürfe auch noch mit sich anschauen. Ich glaube, was sowohl für Dave als auch für mich gilt, ist, also klar, es spielt in den USA. Wir sind halt beide schon so ein bisschen aus dem Fantasy-Roleplaying-Gaming-Bereich auch, glaube ich, auch stark beeinflusst. Das kann man, glaube ich, auch da drin sehen. Ne? Also sowas wie Fallout als Spiel und Welt, auch dieser Pen-and-Paper-Bereich. Ich glaube, das ist was, wo wir stark nochmal beeinflusst wurden. Und ja, was uns ja bis heute den Spaß macht. Habt ihr denn irgendwelche Empfehlungen für die Hörer? Natürlich Comics immer interessant, aber auch aus anderen Medien, was euch in letzter Zeit irgendwie besonders gut gefallen hat oder was ihr generell sowieso immer gerne empfehlt oder was vielleicht auch irgendwie auf der eine oder andere Weise ein Einfluss für Yellowstone war. Dave? Also ich habe mich natürlich viel umgeguckt, was es für ähnliche Abenteuer-Comics es gibt. Aufgefallen ist mir, ich weiß nicht, ob der schon in Deutschland erschienen ist, Oblivion Song von Robert Kirkman, dem Schöpfer von The Walking Dead, der nach einem Endzeit-Comic einen neuen Endzeit-Comic erfindet. nee, tatsächlich, der ist mir so ein bisschen ins Auge gestochen. Natürlich, klar,
haben wir anstatt Zombies Aliens, aber Zeitreise spielt da noch mit drin und finde ich generell eh immer sehr, sehr interessant, wenn man in Stories und Geschichten irgendwie Zeitreise drin hat. Vor den Staaten erschienen. Der ist bei uns direkt als Paperback rausgekommen. Genau, also in den USA kam das erste Heft raus, da kam bei uns das direkt als Sammelband raus. Ach, guck mal. Ich weiß, hab jetzt vergessen, wie der Zeichner heißt, aber Kirkman hat, ich glaube, 18 Monate lang oder so den Zeichner bezahlt und das Ding zeichnen lassen. Ja. Bevor die überhaupt das angekündigt haben. Das heißt, die hatten schon sehr viel Material zusammen und haben dann auf dem deutschen Markt sind sie direkt mit einem Sammelband rausgekommen und in den USA eben als monatliche Heftreihe. Ja, sehr aber interessantes Modell. Den kann ich tatsächlich empfehlen. Ist zwar was älter, schon, der ist ja, läuft ja auch gerade noch weiter. Aber tatsächlich, den habe ich verschlungen. Der war echt sehr, sehr gut. Vor allen Dingen auch visuell mal was anderes und sehr, sehr abgefahren. Was ich tatsächlich auch noch empfehlen kann, das möchte ich jedem empfehlen, der auch auf Rockmusik steht. Wie heißt er doch? Murder Death Falcon oder so ähnlich. Ich finde den Namen gleich noch in einer Kurzrecherche raus. Es geht um einen Typen, der ein Roadie ist, der mit seiner E-Gitarre einen Mörderfalken beschwören kann. Das Ganze spielt um Gott, der dargestellt wird von James Dio von Dio, der seiner Band, eher so Ur-Metal-Gestein. Sehr, sehr guter Comic, sehr abgefahren. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Kommt mir auch noch nicht bekannt vor. Dann find mal den Titel raus, weil unter Murder Death Falcon konnte ich es jetzt nicht finden. Philipp, hast du irgendwelche Empfehlungen? Ich höre im Moment sehr viele Hörbücher, muss ich sagen. Und eins, was ich empfehlen kann, ist, wer auf Science Fiction aus Deutschland eben auch steht, Hologrammatica. Das ist von einem Science Fiction Autor namens Tom Hillenbrand. Spielt auch, also ist auch sehr europäisch, also spielt dann nicht in Amerika. Und spielt ja ähnlich wie Yellowstone in einer nicht allzu fernen Zukunft in einer ja Post-KI-Welt. Also da ist die Menschheit hat eine KI erschaffen, die ist außer Rand und Band geraten und da spielt sozusagen eine Anti-KI-Behörde eine Rolle und es geht auch sehr, wie der Titel schon sagt, sehr viel um Holotexturen und das ganz viel kaschiert wird. Also man streicht nicht mehr seine Wände, man legt da einfach Holotextur drüber und man kauft sich keinen neuen Anzug, da wird einfach eine Textur drüber gelegt. Geht es auch um Verschwörungen, ist auch eine klassische Detective-Story und sehr spannend gemacht. Kann ich nur empfehlen. Ist das jetzt eine Audio-Adaption eines Romans oder ist das eine tatsächlich Audio? Ich habe es als Hörbuch gehört. Also gibt es auch zwei Bände von, es gibt jetzt auch schon den zweiten, okay, der heißt Cube. Genau, also keine Adaption, sondern einfach der Roman als Hörbuch. Ja, also, ja, genau. Also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war ist es eigentlich ein Roman, den man auch innen gelesen bekommt, oder ist es eine tatsächliche Audible-Veröffentlichung zum Beispiel, wie jetzt eben ein Hörspiel oder so? Das, darauf nee, also, man kann es auch richtig physisch lesen, genau. Okay, alles klar. Ja. Gut, Dave hat jetzt einen Link geschickt: Murder Falcon bei genau. Image Comics. Genau. Das Bild habe ich auch schon mal gesehen. Okay, alles klar. Cool. Gut. Andi, willst du auch noch irgendwas empfehlen? Was empfehlen? Kannst du einen Podcast empfehlen, gerade? Zum Beispiel? Ach, das würde mich natürlich tierisch freuen, wenn ihr mal den Telestammtisch da draußen ein bisschen googeln würdet. Wir machen nicht nur ganz viel Comic-Kram, immer so Metathemen sind mir sehr wichtig. Also aktuell geht es einmal um Comics gegen Rechts, was im Detail das bedeutet, müssen wir noch rauskriegen. Und es geht um Comics in Bibliotheken, weil ich glaube, dass Bibliotheken und dass sie als Bezugsquelle für Comics ein doch recht teures Hobby ein bisschen unterschätzt sind, darum soll es gehen. Und dann ist der Telestatus auch noch der wahrscheinlich einzige deutschsprachige Audio-Podcast, der vermutlich alle Kinostarts bespricht. Alle sind wirklich alle, also nicht nur gerade Tenet, sondern eben auch, keine Ahnung, die, was weiß ich, osteuropäische Dokumentation, die in deutsche Kinos kommt oder eben auch der koreanische Genrefilm oder, das ist ziemlich abgedrehter, geiler Scheiß, den wir da präsentieren und besprechen und vielleicht wollt ihr euch das unbedingt mal anhören. Cool. Bei Comics gegen Rechts bist du da schon bei dem Comic namens Andy vorbeigekommen?
Es gibt einen Comic namens Andy. Nein, der ist mir noch kein Begriff, nein. Ja, das ist explizit ein Comic gegen rechts, den man vor einigen Jahren bei irgendeiner Behörde, sowas wie, die weiß nicht, entweder die für politische Bildung oder sowas ähnliches, bestellen konnte. Also es war quasi eine Auftragsarbeit von irgendeiner Regierungsstelle. Der Comic heißt Andy und ja, da geht's um ja. Da komme ich jetzt ja gar nicht mehr drum rum, den muss ich ja jetzt quasi nehmen. Ja, ich weiß nicht, ob man den noch kriegt. Ich habe mich seit Jahren nicht mehr, also ich habe mir den damals tatsächlich zuschicken lassen. Ich weiß aber nicht, ob ich den noch irgendwo habe. Aber ja, aber schreib dir das mal auf, der gehört dann auf jeden Fall zum Thema mit dazu. Okay. Cool. Wenn jetzt nicht noch einer die Hand hebt und sagt, ich habe noch irgendwas, was ich dringend loswerden möchte, würde ich langsam in die Verabschiedungsrunde gehen. Oder möchte noch jemand die Hand heben? Klingt nicht so. Wir freuen uns alle mega auf den Comic, oder? Wir müssen den nochmal, müssen wir den eigentlich bei den Comic-Cookies nochmal besprechen? Oder macht man das nicht, wenn man die Jungs im Interview hatte? Habe ich auch schon überlegt, wie wir das machen, ob wir den bei den Comic-Cookies nochmal noch mehr explizit besprechen. Mal gucken, vielleicht. Da müssen wir noch den nächsten Termin ausmachen. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank in die Runde. Vielen Dank an Dave und Philipp, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und vor allem tatsächlich nach so langer Zeit, nach so vielen Jahren tatsächlich auf uns zugekommen seid und gesagt habt, wir wären jetzt so weit, wir würden das machen. Und dann kam noch die Pandemie dazwischen und dann noch sonst irgendwas. Also es war jetzt auch tatsächlich eine lange Geburt, bis das jetzt geklappt hat. Aber freut mich sehr, dass es geklappt hat. Vielen Dank, Andi, Tele-Andi, dass er sich auch die Zeit genommen hat hier. Auch quasi noch das zweite Standbein Comic-Cookies hier mit zu repräsentieren. Comic-Cookies natürlich auch noch der Breedstorm und der Patrick dort mitzuhören. Das heißt, wenn sich Hörer für uns hier jetzt hat, wenn ihr es jetzt zum Beispiel auf dem Das-Alles-Kanal hört, noch mehr für Comics interessieren, dann schaut doch mal bei den Comic-Cookies vorbei. Da sind Andi und ich jetzt eben auch regelmäßig mit vertreten, dann eben noch mit den Kollegen Breedstorm und Patrick. Dirk wieder, vielen Dank, dass du dich hauptsächlich um die Technik gekümmert hast. Dirk, an dich mal ganz großen Applaus. Dankeschön. Das ist Dankeschön, ja. Einfach, dass du dabei warst. Dankeschön. Das ist eine große Hilfe gewesen. Dirk, hatten wir jetzt Live-Zuhörer? Konntest du das jetzt irgendwo ablesen? Ein paar. Oh, so, ein paar. Na also gut, zwischen 5 und 10, es wechselt immer mal ein bisschen. Ja, das ist doch ganz gut. Dann vielen Dank an die Live-Hörer. Vielen Dank an die hier allen Mitmachenden. Und wir hören uns bei den entsprechenden Podcasten irgendwann demnächst wieder und ansonsten gehen jetzt alle raus und kaufen sich bei nächster Gelegenheit Yellowstone, erschienen im Zwerchfell Verlag, geschrieben von Philipp Spreckels und gezeichnet von Dave Scheffel. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Adieu. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.